Mikro an, Mikro an. Ich begrüße euch. Einen wunderschönen guten Abend. Haben wir Sound? Ich muss mal gerade eben alles nochmal checken hier, weil ich ja heute mal wieder vom PC streame. Ja, Mikrosound ist auch da. Wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Simon the Sorcerer Teil 2. Streaming-Teil ist, glaube ich, wir spielen heute zum dritten Mal. Kann das sein? Wie ist der aktuelle Stand? Du meinst der aktuelle Stand bei Simon oder der aktuelle Befindlichkeitsstand persönlich? Mein persönlicher Befindlichkeitsstand ist gut, so viel kann ich sagen. Bei Simon, erstmal Prost. Bei Simon sieht so aus, dass ich im Augenblick noch nicht genau weiß, wo es weitergeht. Ich glaube, du bist fast auch noch auf dem aktuellen Stand, Kruxel. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast ein schönes Wochenende gehabt. Was interessiert mich dein Befinden? Naja. Prost, Best Broker. Ist auch ein kleiner Befindlichkeitsstream. Das eine geht in Hand mit dem anderen auch, würde ich mal sagen. Ich muss mal gerade schauen, wo ist meine To-Do-Liste von dem Spiel? Ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen Nioh gespielt, da konnte ich mich jetzt losreißen heute Abend von. Ein bisschen Zeit genommen für den Simon und seine Probleme. Seine mehr als drei Probleme im Augenblick. So, wir machen nochmal eine Checkliste hier, was so als nächstes ran anliegen würde. Ja, alles gut. Du interessierst dich für mein Befinden, das ist nett. Spontan heute Abend noch Zeit bekommen, weil Videokonferenz nicht stattgefunden hat. Dann können wir heute Abend ein bisschen Simon spielen. Finde ich auch gut. Dieses leckere Bier hatte ich mir eigentlich auch dafür gekauft. Muss ich den jetzt auf 18 stellen in den Stream, wenn ich hier Alkohol trinke, ne? So, die To-Do-Liste. Was sagt sie zu dem Spiel? Sie sagt, wir haben eine Spinne im Abwasserkanal, die wir wahrscheinlich Biersommelier. Nee, so bin ich nicht drauf. Ich merke, Kruxel ist kein Biertrinker, wenn ich das richtig verstehe. Ist auch völlig okay. So, die Spinne im Abwasserkanal, die kann weggeschwemmt werden durch die Regentänzer. Die Regentänzer können allerdings noch nicht tanzen, weil der Schlagzeuger kein Trommelfell hat für seine Trommel. Und das Trommelfell ist hergestellt aus einer Schweinsblase. Die muss ich finden. Jetzt muss ich überlegen, ob das eine... Es gibt Bier und Bier, das ist in der Tat. Ich meine, ich trinke auch gern gutes Bier, so ist das ja nicht. Aber ich würde sagen, dass ich ein Biersnob bin. Soweit würde ich nicht gehen. Warum nicht mal ein Dosenbier trinken, ne? Wenn die Gelegenheit passt. Ich brauche einen offiziellen Ausweis für das Schloss für Simon, damit er reinkommt. Das Geld alleine hat nicht gereicht, daran erinnere ich mich. Dieser Programmierer, der hier sitzt, oder hier, der Nerd, der möchte gerne ein besseres Image haben, für den brauche ich irgendwas. Ich muss diese Uhr hier vorstellen. Wir sind ja mittlerweile schon hinten ins Büro gekommen. Da ist auch hinten der Mechanismus zu sehen von der Uhr. Die Uhr müsste ich mal in 10 Minuten vorstellen, damit der hier, das ist der Tätowierer, zu seinem Laden geht und anfängt zu arbeiten. Obwohl ich noch nicht genau weiß, wofür ich eine Tätowierung brauche. Aber das wird sich schon noch rausstellen. So, jetzt sind wir... Ja, und das endgültige Ziel ist, Bedful zu finden für den Schrank, damit er uns zurück in die Realität bringt. Zwischenziel davor wäre, beim Zauberwettbewerb mitzumachen, aber der beginnt nicht irgendwie und ich bin irgendwie der letzte Teilnehmer. Und ich vermute mal, dass ich hier den Sumpfling, den Besitzer von diesem Restaurant, als Sidekick brauche für meine Tricks. Ach ja, und für den Sumpfling, das sollte ich mir noch aufschreiben. Ich habe ein Eimerchen bekommen von ihm. Soll ich irgendwie Sumpfschleim oder irgendwas aus dem Sumpf mitbringen?
Zutaten für seine Sumpfsuppe war das. Das habe ich noch nicht aufgeschrieben. Viel mehr To-Dos dürfen jetzt nicht mehr kommen, weil mein Zettel ist voll. Das war's dann nämlich. Okay. Das ist der Stand der Dinge. Eine Schildkröte, die Glühwürmchen, die haben wir bekommen aus dem Tierladen mit dem Gentechniker. Also ich ziehe nochmal das Kostüm an. Ich denke nämlich, dass ich hier... Ist das die richtige Reihenfolge? Das nächste, was ich machen müsste, wäre eigentlich meiner Meinung nach die Schweinsblase finden für den Tänzer, weil das würde nämlich den Weg zum Sumpf frei machen und im Sumpf würde ich die Zutat hier für den Sumpfling bekommen. Weil die anderen Sachen, die sind noch nicht zielführend. So der Tätowierer, da weiß ich noch nicht, wofür ich den brauche. Wo könnte ich denn eine Schweinssuppe herbekommen? Schweinssuppe, Schweinsblase. Schweinsblase, Schweinsblase. Wieso macht die Schweinsblase den Weg zum Sumpf frei? Das ist meine Denkweise gerade. Er sagte irgendwann mal, die Spinne ist im Kanal und die würde weggespült werden können. Meine Idee ist, wenn der Regentänzer mit seiner Tanztruppe Regen macht, dann wird es überschwemmt, dann wird der Kanal, der Abwasserkanal überschwemmt und die Spinne wird weggeschwemmt. Und dann kann ich vielleicht mit dem Gummiboot, was ich habe, in den Sumpf schwimmen. So, das ist meine Idee, wie diese Rätselkette funktionieren würde. Also Schweinsblase für die Regentänzer, Regentänzer machen Regen, Regen spült Spinne weg. Und ich komme dann mit dem Schlauchboot durch den Abwasserkanal zum Sumpf. So habe ich mir das zurechtgelegt gerade. Ja. Klingt logisch. Ich meine, du hast es ja gerade vor kurzem erst gespielt, aber eigentlich ist es ganz gut, wenn du nicht so viel spoilerst. Ist hier ein toter Simon, sitzt hier? Neben dem Typen. Ist aber nicht benutzbar. Ich gucke jetzt trotzdem mal nochmal in den und wieder einmal ruft die Pflicht in die Küche rein. Ich sehe gar nicht, ich muss das Chatfenster vergrößern. Das hat er irgendwie so klein gemacht. Alles klar, Bill. So. Also hier ist der Mechanismus von der Uhr. Ich habe erst gedacht, die Schweinsblase kannst du gefälligst ohne Hilfe finden. Naja. Ah, ich habe eine Angel gefunden. Für jeden Überlebensfreak unentbehrlich. Wo könnte ich denn angeln? D-Mark. Ich kann mir dafür echt keine Verwendung vorstellen. Um es zu benutzen, muss man es erst aufblasen. Da ist ausnahmsweise mal kein Loch drin. Das ist ein Hinweis auf den ersten Teil. Im ersten Teil hatte der Loch einen Eimer gehabt. Das war am Ende, genau, wo man den Mond zeigen musste. Dem Druiden den Eimer über den Kopf stecken musste. Der durch das Loch im Eimer den Mond gesehen hat. Ein elastisches Stück Seil, das Amerikaner daran hindert, in einen Fluss zu stürzen. Das habe ich auch noch nicht benutzt, das Bungee-Seil. So, hier ist ja die Uhr. Das sieht aus wie der Mechanismus der Restaurantuhr. Die Restaurantuhr dachte ich erst, ich könnte die mit einer Batterie auffüllen. Sie hat ihre elektrische Ladung verloren. Die Schildkröte hat keine Ladung mehr. Sie sind nun extrem aufgeladen. Das sind eigentlich Batterien jetzt hier, die Batterien. Die Glühwürmchen sind zu Batterien geworden. Da dachte ich, möchte die Batterien nicht verbrauchen, bevor ich sie nicht wirklich brauche. Ich dachte, ich könnte die hier in die Uhr reintun, weil die Uhr vielleicht keine Batterie mehr hat. Kann ich die... Warte mal, die Uhr... Nein, die Uhr
mit den Batterien benutzen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich möchte mich nicht unnötig verausgaben. Was für ein bescheuerter Vorschlag. Den Mechanismus kann ich auch nicht öffnen. Haben die noch was zu sagen? Sie scheinen nur daran interessiert zu sein, sich zu streiten. Ich meine, hier bin ich noch nicht reingekommen. Ist das die Hinterseite hier, wo die... wo der Müll stand? Haben die sich... ja, im Mülleimer immer bedient? Ist das die Durchreiche zum Mülleimer? Das könnte sein. Dann ist das auch die Tür, die ich nicht... brauche ich gar nicht öffnen. Eine Schildkröte habe ich versucht, den schon zu geben. Die essentielle Zutat in einem Sumpfburger. Ich muss erst einmal etwas Wasser dafür finden. Okay, die Made ist aber offensichtlich als Köder gedacht. Ich muss nur ein Gewässer finden, wo ich fischen kann. Da oben geht es, glaube ich, zum Sumpfling, da brauche ich gar nicht hingehen. Oder? Kann ich hier noch was machen? Nee. Ist nur er selber da. Du zurück! Du mitgebracht, Sumpfling? Ich kann nirgendwo einen Sumpf finden. Großes Sumpf im Norden der Stadt! Du dich beeilen! Suppe beinahe fertig! Im Norden der Stadt, ja, da komme ich nicht hin, weil er an der Stadtmauer eine Sackgasse findet und nur durch die Kanalisation geht. Machen wir uns mal weiter auf der Suche nach einer Schweinsblase. Ich meine, die verkaufen hier ja Schweinefleisch statt Rindfleisch, das haben wir ja gehört. Kann ich hier noch was bestellen? Okay, wir schauen mal auf die Übersichtskarte und gucke ich mal, ob ich da einen Geistesblitz habe, so ganz. Komme ich ja noch nicht weiter. Hier war ja das Gebiet, was ich ja spät entdeckt habe. Genau, das ist die Tür, glaube ich. Das ist die Tür, die wir gerade von innen gesehen haben. Durchreiche, Abfalltonne. Sie ist gefüllt mit Müll. Ein Sumpfburger, ein Sumpfshake, ein Sumpfkaugummi und eine Sumpflingfigur in... Kann ich da noch was drauflegen? Weil die nehmen ja die Zutaten mit rein. Lumpige 8 Mark mit diesem Gutschein. Das funktioniert so nicht. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Irgendwas, was da passen könnte? Nee, da sehe ich aber nichts. Kaugummi mit dem fauligen Geschmack des Sumpfes. Lecker. Eine Broschüre von diesen Verrückten, die ich getroffen habe. Nee. Also, Schweinsblase. Ich gehe nochmal auf die Übersichtskarte und dann... Denken Sie daran, jedes Sumpfessen enthält 20... Ja, das ne, mit dem Schweinefleisch, das ist mir schon irgendwie auffällig. Irgendwie, ne? Schweinsblase und Schweinefleisch... Ich sehe da Zusammenhänge. So, beim Sumpfbrunnen habe ich ja eigentlich den Stoff gefärbt für das Kostüm. Der Hafen hat da auch nichts mehr zu bieten, eigentlich. Kalypsusladen. Kann ich schaden, nochmal reinzuschauen. Ah, der gibt ja keinen Tipp. Nee, ist alles... Mit ihr spreche ich lieber nicht, gibt's wieder nur schlechte Anmachsprüche. Die wollen wir nicht hören. Ich fürchte ja. Die will ich nicht mehr hören. Immer noch keinen blassen Schimmer? Ich fürchte nein. Gut. Ja, sehr hilfreich, super hilfreich. Ah, die Magieshow, die beginnt ja auch. Ich weiß nicht, wann die beginnt. Und ich bin erst Nummer 9. Ich bin jetzt hinter all den anderen Zauberern dran. Ja? Gespräche helfen manchmal ja auch weiter. Wie geht's?
Sind noch neue Teilnehmer erschienen? Gut. Das sind nur die Zauberer, die man hier... Ich meine, es könnte ja auch sein, dass man für jeden Zauberer irgendwas braucht, um den verschwinden zu lassen, damit man irgendwie vorrückt in der... In der Schlange. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich habe nur irgendwie aufgeschrieben, dass einer von den Zauberern Schnupfen hatte, aber ich weiß nicht, ob das wichtig war. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Der auffälligste ist natürlich hier der Tod. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Und den Luftballon, den brauche ich ja, um zum Schloss zu fliegen. Aber das bringt... Der kaut hier Kaugummi. Nee, der hat keinen Kaugummi, der macht. Der sitzt hier und spuckt. Will der vielleicht das Kaugummi haben? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Also so ganz... Klar ist mir nicht, was ich hier machen muss. Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Sind auch alle nicht mehr ansprechbar. Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Schlimmste wäre jetzt wirklich, wenn ich immer noch ein Gebiet übersehen hätte. Irgendein Bildschirm. Das wäre echt das Schlimmste. Ich will noch mal zum... wo war der? Kreditbüro, genau. Vom Kreditbüro müsste es ja auch zum Sumpf gehen. Das habe ich ja gesagt. Durch den Abwasserkanal. Dem würde ich ja gerne das Witzebuch aus dem Scherzartikelladen geben, aber da komme ich noch nicht dran, bevor ich nicht ein Zutat wahrscheinlich für die Stinkbombe habe. Eine Fliege rein, Fenster offen gehabt jetzt. lästige Hausfliege. Mein einziges Haustier gerade hier. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, wenn es keinen Raum gibt, den ich übersehen habe. Das beruhigt mich schon mal ein wenig. Ich glaube auch nicht, dass ich im Kreditbüro noch was machen müsste, weil da habe ich ja die Geschichte mit dem Katapult gemacht. Und bei den drei Bären komme ich auch nicht mehr rein. Der erzählt auch nur schlechte Witze, oder ich erzähle. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Den Luftballon wollte ich ihm auch geben, aber das macht er nicht, weil er hat ja hier nämlich noch so einen. Oder? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Besser nicht, ich könnte es später noch gebrauchen. Wir schauen nochmal einmal in den Abwasserkanal, aber ich glaube, das ist eine selbst ablaufende Sequenz. Die wird gemacht, ohne dass der... Genau, hier kann ich nichts machen gerade. Da muss wohl das gute Wasser, die Flut. Wann kommt die Flut? Ich glaube nicht, dass ich hier bei dem noch was machen muss. Ich wüsste nicht, was ich ihr noch sagen sollte. Aber rein vorbeischauen kostet ja nichts. Ah, Herr Sorcerer. Haben Sie den Antrag schon gefunden? Moment, ich schaue. Weil diese Ablenkung gab mir ja vorher Gelegenheit, dann den Brief für die Bären zu platzieren. Wollte die Folterinstrumente noch hier? Ich lasse sie besser da, wo sie gerade sind. Ist auch abgeschlossen irgendwie der Schrank. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie bitte später wiederkommen? Na klar. Ich gehe mal zum Haus der Bären, aber ich glaube, da werde ich auch direkt rausgeschmissen.
Ich könnte zum Hafen gehen und gucken, ob ich irgendwie nochmal in die Krabben komme auch. Vielleicht mit der Angel. Das hier gibt es ja sonst, das ist jetzt das einzige Wasser, was mir einfällt. Aber hier gibt es ja die Krabben noch. Vielleicht kann ich die Krabben... Ja, vor Krabben angelt man ja nicht. Ist ja Quatsch. Kann ich die vielleicht einfach so in den Eimer tun? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich muss erst einmal etwas Wasser dafür finden. Handschuhe nehmen zum... Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel. Ich dachte, welche Handschuhnehmer nimmt er die? Weil so einfach wird er die nämlich nicht nehmen. Keine Chance, sie könnten mich zwicken. Weil die zwicken. Vielleicht sollte ich mal alle Logik über Bord werfen. Ja, bei den Verrückten. Bei den Verrückten jemand was gehabt, was ich brauche? Schau mal vorbei. Sie ist abgeschlossen. Was? Ist abgeschlossen? Ist zu? Ach, die da unten, die Tür ist abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Oh, das ist der Club. Na, wenigstens einen Ort weniger zum Checken gerade. Haben die wenigstens Neuigkeiten. Da steht VDV, Verein der Verrückten, und ein Pfeil zeigt nach oben. Und hier steht auf dem Schild, er kommt um 14 Uhr wieder, ne? Da steht, bin zurück, ja, nach oder? Der Mittagspause. Sie führt nach oben zum Verein der Verrückten. Im Augenblick laufe ich ja nur ein bisschen doof rum. Das ist ein bisschen frustrierend gerade. Mal zur Drei-Bären-Hütte gehen. Na, da werde ich ja direkt rausgeworfen, wenn ich reingehe jetzt. Die ich glaube wirklich ja. Nicht, dass ich sie stören sollte. Die habe ich eigentlich auch, glaube ich, erledigt, die Sache. Muss ich wahrscheinlich nicht nochmal hin. Was übersehe ich hier? Was übersehe ich? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, was mir gerade einfällt, wenn ich irgendwie die Uhr vorstellen kann. Der Tätowierer zurück in seinen Laden geht. Ich kann mir vorstellen, dass der Tätowierer sowas wie eine Schweinsblase hat oder sowas. Oder Schweinshaut, Schweinsblase zum Üben von Tätowieren. Könnte ich mir vorstellen, dass er das zum Üben von Tätowieren benötigt und ich bei dem Tätowierer sowas wie eine Schweinsblase finde. Das wäre etwas, was ich mir vorstellen vielleicht noch könnte. Das würde aber bedeuten, ich muss hier die Uhr vorstellen erst. Ich meine, das ist auch das, was ich zuletzt entdeckt habe, dass ich hier in den Mitarbeiterbereich komme. Das habe ich ja zuletzt entdeckt, glaube ich auch. Wieder einmal ruft die Pflicht für Sumpfman. Ich meine, ich könnte auch versuchen, dem Nerd die Alles klar, Bill. Verkleidung zu geben, aber ich glaube, die brauche ich noch selber. So, ich würde jetzt... Was kann ich mit der Uhr denn noch machen? Ich meine... Ich weiß genau, was ich machen will. Ich will die 10 Minuten vorstellen. Ich dachte, das könnte ich von hier hinten. Na, der Mechanismus ist ja hier. Das sieht aus wie der Mechanismus der Restaurants. Ganz genau, ganz genau. Bewege den Mechanismus. Ich schieb hier nicht einfach Krempel durch die Gegend ohne einen guten Grund. Öffne den Mechanismus, damit ich drankomme. Sag nichts, du fängst jetzt ja. Schon an, dich an Strohhalme zu klammern. Oh, das ist zu groß für mich, um es zu tragen. Habe ich irgendwas... um das anders vorzustellen. Also die Batterien haben nicht funktioniert. Ach, ich bin jetzt wirklich schon verzweifelt. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Um fast alles hier auszuprobieren. Mit der Angel dran. Was genau soll das bezwecken, bitteschön?
Was mache ich mit dem Mechanismus? Um den vorzustellen. Ich meine, vorne, als ich vorne war, hat er gesagt, die Uhr wäre kaputt, glaube ich. Oder sie stehen geblieben zumindest. Muss man sie aufziehen? Ist das eine Aufziehuhr? Die Tür ist unüberwindbar. Unüberwindbare Tür. Das heißt, ich könnte versuchen, den Brüdern noch was zu geben, aber ich glaube, die suchen gutes Rezept, glaube ich. Ein Souvenirnotizbuch mit passendem Stift. Ein Souvenirnotizbuch mit passendem Stift. Mein bananenähnliches Sumpfshake. Da ist eine Warnung an der Seite angebracht. Sumpfshake verwandelt sich bei Kontakt mit Luft in eine feste Masse. Das ist ja auch noch verdächtig. Verwandelt sich bei Kontakt mit Luft in eine feste Masse. Damit könnte man irgendwie einen Abdruck oder sowas machen später mal. Kann ich mir vorstellen. Mit dem Ballon wegfliegen, das lohnt sich jetzt auch noch nicht. Da werde ich ja nur vor dem Schloss abgeschossen. Einen kleinen Schubser in die richtige Richtung könnte ich gebrauchen, ehrlich gesagt. Bin jetzt nämlich schon wieder eine halbe Stunde hier gleich ohne irgendwelchen Fortschritt unterwegs. Wenigstens wissen, ob ich hier in der richtigen Location bin, wo es weitergeht und ob ich alle Items habe. Das wäre ganz gut zu wissen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Ich weiß nicht. Dieses Bungee-Seil, das trage ich auch schon so lange mit mir rum. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich das nachher irgendwie im Schloss brauche. Das ist weder die Zeit noch der Ort, um mich zu erniedrigen. Okay, das ist ein bisschen doof. Ich komme hier nicht weiter. Hier an dieser Stelle. Muss ich mal nochmal eine andere Location checken. Jetzt ich. Willst du das tolle Kostüm haben? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange. Ich hätte auch schon überlegt, weil er so einen gelben Anorak trägt, ob er die Angel haben möchte, weil er schon so mit dem Anorak so ein bisschen aussieht wie ein Angler. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Und ansprechen kann ich dir jetzt auch nicht mehr. Ne? Das ist ja das, was mir so an Simon 2 nicht gefällt, dass du ich den Charakter jetzt nicht nochmal ansprechen kann, um das aufzufrischen, was er wollte. Dieser Typ braucht Hilfe und keine Unterhaltung. Mein Wirt muss das alles sich merken. Ich möchte nicht mit diesem Kerl sprechen. Ja, Dialoge, ne? Jetzt weiß man nämlich nicht mehr genau, wenn man lange nicht gespielt hat, was wollte der denn nochmal? Das muss man sich schon merken. Jetzt schaue ich hier nochmal auf die Uhr. Da sagt er mir... Sie scheint stehen geblieben zu sein. Genau. Schneckenburger. Big Schmeck. Garantiert nichts von diesem Zeug. Also frag mich gar nicht erst, okay? Okay, verstanden. So, zurück zur Karte. Die Karte zeigt Marktplatz. Marktplatz habe ich schon so viel erledigt, meiner Meinung nach. Weil hier unten habe ich die Tiere bekommen.
Hier habe ich das Kostüm bekommen. Hier habe ich die Brechstange bekommen und hier habe ich den Stoff bekommen. Also eigentlich an einem Geländer mache ich die Luftballons fest. Weil ich kann auch, glaube ich, gar nicht mehr unten reingehen, weil dann sagte mir direkt doch was, oder? Dass wieder rausgehen soll. Ich kann immer noch was machen hier, okay. Wir sind noch nicht, vielleicht noch nicht fertig hier. Kann ich eine... Ah, die elektrische Schildkröte, die war ja schon elektrisch vorher, die Schildkröte. Aber ich habe ja eigentlich schon alles bekommen, was ich brauche. Oder muss ich... Warum soll ich die Schildkröte elektrisch machen? Ich habe die Batterien. Na, ich gehe mal wieder raus. Oder war hier ein Schwein drin? Na, kurz gucken, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Das ist was Schweinsähnliches hier. Ich glaube, das ist so eine Art tierische Türglocke. Ich schieb hier nicht einfach Krempel durch die Gegend ohne einen guten Grund. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Dann gehe ich nochmal zu dem Stinkbomben-Typen. Hallo, ich bin's wieder. Kann ich irgendetwas für dich tun? Machen deine Stinkbomben irgendwelche Fortschritte? Nein, momentan nicht. Was hab ich denn, was deine Zutat für die Stinkbomben sein könnte? Der Sumpfshake. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Die Sumpfkaugummis. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Ich möchte schließlich nicht meinen geheimnisvollen Ruf aufs Spiel setzen. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Eine Werbung für Stinkbomben. Ja. Und weiter? Sie sind leider noch nicht fertig. Ich arbeite noch an der Rezeptur. Da steht der absolute Abheber. Das Zeug ist ziemlich, nun, potent. Das Konzentrat von 16 Pfund Bohnen in jeder Schachtel. Hallo, ich bin's wieder. Neues habe ich jetzt nicht erfahren. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich habe auch keine Idee. Momentan nichts. Man sieht sich. Ich kann dieses Witzebuch auch nicht nehmen. Ich kann es nicht mal lesen. Um einen Witz für den Clown zu bekommen. Das war ja auch immer so eine Idee. Da hören wir nur wieder diesen doofen Playboy-Spruch. Eine Ausgabe naja. Des Playboys wäre mir lieber. Was? Wieso darf ich jetzt das Witzbuch nehmen? Das durfte ich bisher noch nicht. Schnell weg hier, bevor er sich anders überlegt. Okay, Fortschritt, Fortschritt. Eine Ausgabe des Playboys wäre zumindest ist was Neues passiert. Jetzt versuche ich das mal dem Clown zu geben. Vielleicht ist sein Luftballon ja aus Schweinsblase. Aus Dankbarkeit, den er mir aus Dankbarkeit gibt. Also das ist seltsam. Die ganze Zeit hat er sich beschwert, der Typ, in dem Laden, dass ich das nicht mitnehmen soll, dass es unverkäuflich wäre. Warum schaust du dir nicht mal diese hier an? Und?
Das kriege ich aus Dankbarkeit. Den Schweinsblasen-Luftballon. Die sind wirklich gut. Ich wüsste nicht, was du mir geben könntest. Hier, nimm meinen Ballon. Ich brauche ihn nicht mehr. Sieht aus wie eine Wurst, ne? Das ist schon mal ganz gut. Danke. Oder so. Das war das letzte Mal, dass ich dem einen Gefallen getan habe. So, jetzt enttäuscht mich. Schweinsblase! Erinnert mich verdächtig an einen... Aber lassen wir das. Okay. Das war's endlich. Endlich! Mein Gott! Auch, dass ich da jetzt zufällig drauf geschaut habe, nochmal auf das Witzbuch. Ich meine, mir war schon klar, dass ich das brauche für den Clown, aber ich hatte es vorher mal versucht und da wollte er das nicht nehmen. Ich dachte erst, wenn ich die Stinkbomben herstellen, helfen würde, würde er mir das Witzebuch geben, weil vorher konnte ich es nicht nehmen. Deswegen habe ich das gar nicht mehr versucht, bevor ich nicht da das Rezept weitergemacht hätte. So, die sind auf dem Rathausplatz gewesen, die Tänzer. Der war, glaube ich, hier, ne? Wo ist der Rathausplatz? Da. Simon kann es nur nehmen, wenn der andere Typ den Affenkopf aufsetzt und es nicht sieht. Okay. Ja. Dann war es jetzt Zufall, dass ich es gefunden habe. Also, das nehme ich. Nehme ich gerne mit, den Zufall. Habe ich nichts gegen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also muss man eventuell auch auf Animationen achten. Gut zu wissen, vielleicht für die Zukunft. Auch nicht das beste Rätsel im Spiel, ne. Wenn das einzige Mal ist, dass das vorkommt, obwohl das stimmt nicht, wir hatten ja jetzt schon bei dem... Nun kann ich meinen Schülern endlich einige Schritte lehren. Ich werde euch eine WIP-Demonstration... Wir hatten bei dem Finanzbeamten ja auch, bei dem Kredithai ja auch so eine Geschichte gehabt. Lass dich nicht aufhalten. Die man timen musste, also so gesehen war es nicht das erste Mal. Aber die war jetzt ohne Einwirkung von mir vorher gewesen. Okay, fertig? Regen. Okay. Hoffentlich geht es jetzt mal ein bisschen zügiger weiter. Das war jetzt knapp 40 Minuten. Beim Kreditor ist es offensichtlich genau, weil man nämlich vorher selber eine Aktion ausführt. Weil man ihn vorher ablenkt und dann war klar, dass man in der Zwischenzeit was machen muss. Deswegen war es dort einfacher. Da bin ich auch relativ schnell drauf gekommen. Ich glaube, es beginnt zu regnen. Zieht runter. Ja, wir haben sogar ein paar Blitze hinbekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es auf Anhieb so gut klappt. Ich hasse den Programmierer für all das hier. Warner, entschuldigt uns jetzt bitte. Wir müssen weiter üben. So, jetzt will ich als nächstes zurück zum Kredithai, allerdings dann in die Kanalisation hoffentlich. Mal sehen. Also einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Doch. So, hier ist auch nichts zum Untersuchen gerade. Die Spinne ist nicht mehr da. Noch kleine Rattenaugen hier. Ohne Licht gehe ich hier keinen Schritt weiter. Wer weiß, was hier noch so alles herumfliegt. Oh je, wir brauchen Licht. Dann würde ich jetzt mal... die Glühwürmchen benutzen. Hoffentlich... es reicht. Sehr schön. Gut, dass ich die schon geholt habe. Ich glaube, ich habe auch schon ein paar Rätsel... Da ist die Spinne. Ein paar Rätsel gemacht, die schon notwendig waren. Für den Fortschritt später. Die ist weggespült worden. Oh, das ist zu groß für mich, um es zu tragen. Wozu brauche ich auch eine Spinne? Das wäre Quatsch.
Okay, wir sind im Sumpf. Kanaldeckel, Abwasserkanal. Mehr ist hier nicht zu holen gerade. Ein schwerer Kanaldeckel aus Metall. Still und starr ruht der See. So, wir haben ja einen See und wir haben eine Angel mit einer Made. Ich muss erst einmal etwas Wasser dafür finden. Schätze, das hier ist die beste Stelle zum Angeln. Was hätte ich denn gerne? Weiß gar nicht genau. Ich habe einen gefangen. Was denn? Ein Fisch? Tatsächlich. Er ist größer, als er aussieht. Er ist größer, als er aussieht. Kann ich noch mehr angeln? Manchmal muss man eventuell ja Sachen dreimal machen, bevor das... Ich habe keinen Köder. Ist die Made weg? Ah ja, die Made ist benutzt, okay. Können natürlich nochmal mir einen neuen Burger kaufen, aber... Hätte ich auch beinahe verpasst, in beide Richtungen zu gehen. Ich habe gedacht, geh erstmal nach links, um zu schauen, ob es da weiter scrollt. Und das war auch so. So, jetzt würde ich mal versuchen. Das Bungee-Seil, das ergibt doch jetzt hier mit dem Eimer einen guten Sinn. Also benutze Eimer mit Bungee. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Erst das Bungee-Seil und das Geländer machen. Na, ja, er macht es an sich dran, okay. Und jetzt den Eimer mit dem Schlamm. Ein kleiner Schritt für mich? Jetzt geht's richtig. Zügig hier. Dann haben wir jetzt einen Schlamm für den Sumpfling. Ich hoffe, dass wir dann als nächstes der Sumpfling, dass der uns bei dem Zauberwettbewerb hilft. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich kann nicht glauben, dass das manche Leute aus Spaß machen. Die Sumpfsuppe könnte vielleicht auch eine Zutat für die Stinkbomben sein. Das könnte auch sein. So ist der Eimer, ist voll, ne? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist der Eimer. Ein Eimer voll mit Sumpfschlamm. Was ist das mit dem Sumpf? Kurzes Vergnügen hier. Aber zwei Sachen gefunden. Der Fisch. Wofür könnte der Fisch denn noch gut sein? Gehen wir erstmal zum Sumpfling zurück vielleicht. Bring mal seine Beute. Ich hoffe, nachher kann ich eine Fast Travel zum Sumpf machen, falls ich nochmal hin muss. Ohne durch den Kanal zu gehen. Aber kam jetzt doch auf die Schulter klopfen, dass ich ohne Hilfe drauf gekommen bin, wie ich an die Schweinsblase komme. Das war ja eine schwere Geburt. Mein Gott. Das war die längste Sackgasse, glaube ich, die bisher in dem Spiel mir vorgekommen ist. So, jetzt zurück zum Max-Sumpfling. Schnell rein. Oh, ich sehe, dass Kai mir ein Follow hinterlassen hat. Dankeschön, das hat er mir gar nicht im Chat Bescheid gesagt. Danke für ein Follow, Kai, vor 20 Minuten. Warum wird er nicht benachrichtigt? Ich habe doch Streamlabs alles konfiguriert, dass ich auch direkt... Muss ich die Events, glaube ich, noch anmachen, das habe ich vergessen. Ja. Also Kai, nochmal danke fürs Folgen. Bei Hollow Knight mache ich aber auch Fortschritte. Ah, stimmt, Hollow Knight, erzähl mal. Das würde mich auch interessieren. Du hattest ja letztes Mal, als du sagst, dass du warst 10 Stunden drin, da bist du wahrscheinlich schon längst dran vorbei, aber da habe ich ja gesagt, du müsstest eventuell noch mal auf die Mitte der Karte, um
eine Fähigkeit freizuschalten. War das das, was dir fehlte? Spoilern wäre es. Eine Magie, so, hatte ich gedacht, würde dir noch fehlen und so weiterkommen. Und wenn du die gefunden hast, bist du wahrscheinlich dann. Dann geht's ja recht zügig weiter. Bei welchem Boss bist du gerade? Das wäre ganz gut zu wissen. Das ist nicht gerade der letzte Modeschrei. Ich meinte den, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Wie gesagt, das Hollow Knight ist bei mir schon so ewig hier. Der Geisterschuss. Das ist der weiße Schuss, wo man, wo es dann so eine Mini-Aufgabe gibt, wo man durch so eine Mine durch muss, wo der Rückweg versperrt wird. Relativ am Anfang des Spiels ist es auch. Und da ist ein Monster drin, an dem man vorher nicht vorbeikommt in der Spielewelt. Da kommt man in dieser Mine diese Fähigkeit, um an diesem alien-mäßig aussehenden Monster vorbeizukommen. Indem man halt mit der Magiefähigkeit solche Schüsse reflektieren kann. Den hatte ich. Ach, den hattest du da? Okay. Weil ich dachte, der würde dir fehlen und dann würdest du an diesem einen Monster nicht vorbeikommen. Was normalerweise ein Level blockiert. Aber du dürftest schon viel weiter sein dann jetzt, als ich dachte. Und wieder einmal ruft die Pflicht für... Wolfman! Alles klar, Bill. So, jetzt nochmal hier hoch. Ich multitaske hier gerade nur ein bisschen gerade was hinter den Kulissen. So, jetzt habe ich den Schleim. Kann ich ihm einfach geben? Oder muss ich mit ihm sprechen? Den Seelenmeister erledigt und den Dash nach unten bekommen. Ah ja. Da gibt es ja ein paar Gebiete, die dann freigeschaltet werden, wenn man den Dash nach unten bekommt. Oh. Explodiert die Suppe. Das Rezept stimmt wohl nicht. Der Sumpf war zu stark. Muss ich jetzt nichts davon essen. Nicht das, was ich erwartet habe an der Stelle hier. Oh, noch etwas übrig geblieben sein. Ist es schon so spät? Ich muss jetzt wirklich gehen. Man sieht sich. Hast doch diesen dummen Typen erledigt. Ah ja. An dem kann ich mich, glaube ich, noch so ein bisschen erinnern. Schon? Es gibt so... Fürchte ja. Tut mir leid. Nimm den Schlamm mit, Simon. Warte! Genau, irgendwas muss ich noch mitnehmen. Genau, gib mir eine Flasche von ihm. Etwas davon nehmen mit dir. Nein, nein, wirklich. Du kannst es ruhig für dich behalten. Nimm es. Was wichtiger ist, hier. Na, schön. Es gibt so ein paar Hollow Knight-Bosse, die sind halt super erinnerungswürdig. Sicher. Wo sind denn seine Kinder? Der Laufstall war eben noch vorher noch voll hier mit Kindern. Okay, das... Ein echtes Brechmittel. Perfekt. Das würde ich jetzt mal dem Typen im Scherzartikelladen bringen, als Zutat für seine Stinkbomben. Ich
hoffe mal. Ich weiß zwar nicht, was ich dann von ihm bekomme. Vielleicht bekomme ich ein paar Stinkbomben. Okay, ich kann mal ein paar Sachen abhaken, sehe ich gerade mal. Ich kann die Spinne am Abwasserkanal abhaken. Ich kann die Zutat für die Sumpfsuppe abhaken. Ich kann die Schweinsblase abhaken. Ich kann das Witzebuch abhaken. Wahnsinn. Ich meine, das stand sogar noch bei mir auf der Liste hier. Uhr reparieren. Sumpfschlammsuppe kann ich abhaken. Und ich muss mir mal gleich einen neuen Zettel machen. Wo ist denn mein Block? Wo ist mein Block? Zu einem guten Schreibtisch gehört auch eine gute Zettelwirtschaft. Gut, dass da gerade keine Kamera draufgesetzt ist. Jetzt will ich hier gleich nochmal das Heftchen nehmen. Ich glaube, da habe ich zuletzt auch... Genau, da habe ich... da habe ich zuletzt hier in dem Heftchen... Kann man das sehen? Kann man, glaube ich, ganz schlecht sehen. Da haben wir zuletzt Loom mitgespielt. Da sieht man auch die Notenfolgen aus Loom, die ich mir aufgeschrieben hatte. Oh ja. Das ist eine Karte noch aus... Ich weiß nicht, woher diese Karte kommt. Ich glaube, das müsste Kyrandia sein. Ja, oh ja. Ja, jetzt habe ich Flashbacks zu Kyrandia und der Höhle mit den, Feuerbären. Das war das schlimmste Labyrinth, was wir, glaube ich, fast hatten. Das Labyrinth aus Kyrandia mit den Feuerbären. Also es ist... Das ist das Adventure-Buch, da kann ich hier weiterspielen, weiterzeichnen. Nehme ich das jetzt als erweiterte To-Do-Liste. Genau, ich wollte jetzt zum Marktplatz zurück. In den Scherzartikel laden. Ich weiß nicht genau, was dann passiert, was ich mit den Stinkbomben eventuell machen kann. Vielleicht kann ich die Stinkbombe benutzen, um den... Typen abzuschießen, der mir immer die Luftballons kaputt macht. Eyo, Rio, guten Abend. Schön, dass du noch vorbeischaust. Die erste halbe Stunde hast du auch nicht viel verpasst. Da bin ich fast nur rumgelaufen auf der Suche nach einer Lösung. Aber jetzt geht's wieder ein bisschen zügiger. Hoffe, dir geht's gut. Also, gib diese... Ein echtes Brechmittel. Gib die Brechmittel an den Scherzartikel hinter dir. Ja, es ist wirklich schwer zu sehen, dass man... Ja, sehr gut, geht weiter. Mit dem Kostüm, dass man dann erst was mitnehmen kann. Ja, geht's gut. Geht super. Ja, super. Super ist ein starkes Wort. Es geht gut. Das ist perfekt. Warte, nimm ein kostenloses Probemuster. Ich füge es nur meiner Mischung hinzu. Alles stopp. Das hört man ja echt gerne. Das freut mich auch immer. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? So, jetzt habe ich... Man sieht sich. Momentan nichts. Man sieht sich. So, dann kann ich jetzt die Stinkbomben auch abhaken. Offizieller Ausweis fürs Schloss steht hier noch und... Uhr reparieren und den Programmierer. Das Image vom Nerd ändern. Ich würde jetzt mal. Ich speichere jetzt nochmal vor dem Geländer ab, wo ich mit dem Luftballons wegfliege. Und schaue mal, ob ich die Stinkbombe in das Fenster werfen kann, irgendwie, während ich hochfliege. Also hier einmal abspeichern. Stink. Bombe. Jetzt gehen wir nochmal fliegen. Mal sehen. Bisher war das immer kein... Konnte ich dort nicht eingreifen, wenn ich dort zum Turm geflogen bin. Ich habe gedacht, wenn ich ihm jetzt die Stinkbombe ins Fenster werfe... Wer spielt denn hier den ungezogenen Jungen? Ich? Jo.
Jo, sagt er. Lass mich was tun. Lass mich was tun. Nee, an der Stelle kann ich nichts machen. So, was mache ich mit der Stinkbombe? Was mache ich mit der Stinkbombe und was mache ich mit dem Fisch? Das sind beides Sachen, die nicht besonders gut riechen. Ich meine, ich könnte die ich müsste dann... Hier ist der Typ, der hinter der Tür ist. Der will auch den Ausweis von mir haben. Ah, du bist es. Hast du den Ausweis? Ich glaube nicht. Dann verschwinde. Den Ausweis habe ich noch nicht. Wo könnte ich denn den Ausweis herbekommen? Offiziellen Ausweis. Ist wahrscheinlich erst, wenn ich den Wettbewerb gewinne. Den Wettbewerb für die Magier. Vielleicht bin ich dann befugt. Simon, geh hier raus. So. Sollte vielleicht hat sich bei dem Magierwettbewerb in der Tat was getan. In der Zwischenzeit. Ich könnte die auch alle bewusstlos machen hier und dann bin ich der Erste. Wenn ich hier eine Stinkbombe loslasse und die alle bewusstlos werden, dann bin ich... Oh? Ich glaube nicht, dass ein unangenehmer Geruch irgendwelche Auswirkungen hat. Was für eine Zeitverschwendung. Ja gut, der Plan war ein anderer eigentlich. Wir werden jetzt eins... Der Tod ist auch tot. Einige Stunden später. Nach einer längeren medizinischen Behandlung. An diesen Gestank werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Hat sich jetzt... Ich spreche erstmal mit dem. Hat sich irgendwas getan? Wie geht's? Sind noch neue Teilnehmer erschienen? Nein. Nein. Gut. Sind alle anderen Teilnehmer außer Gefecht gesetzt? Die Frage stellt sich mir jetzt. Das ist schon viel besser. Dennoch, ich sollte vielleicht ganz sicher gehen. Du, Junge. Das ist der Schwerhörige noch. Was ist mit den anderen Teilnehmern passiert? Die haben alle akutes Sumpffieber bekommen. Bislang ist diese Krankheit erst einmal zuvor aufgetreten. Krankheit, sagst du? Ich glaube eher, die sanitären Anlagen hier drinnen sind schuld. So, da liegt noch ein Zauberbuch. Das ist natürlich super praktisch. Ich weiß gar nicht, welcher Zauberer da saß. Das war nicht der Tod. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ein gefährliches Utensil in unwissenden Händen. So, jetzt muss ich den noch loswerden hier. Das ist der Einzige, der noch vor mir ist. Ah, das ist genau. Das habe ich mir nicht doch aufgeschrieben. Deswegen ist er nämlich auch nicht bewusstlos geworden. Das ist nämlich das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe. Zauberer mit Schnupfen. Deswegen ist der, da konnte der die Stinkbombe nicht riechen. Das heißt, der kann auch nicht gut hören. Da hat er genießt. Möchte der vielleicht das Sumpfbonbon haben zum Lutschen? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich woanders nochmal hin muss. Na, wo könnte ich den Fisch benutzen? Ich spreche nochmal mit ihm. Wozu? Dieses schwerhörige Fossil versteht mich ja doch nicht. Der niest. Jetzt nochmal so denken wie eben, weil gerade mussten wir auch was machen während einer Animation. Da niest er und dann... Was kann ich denn wohl machen? Die Angeln habe ich schon benutzt. Was passiert, wenn ich hier weitergehe? Ich weiß. Warten Sie, bis Sie an der Reihe sind. Wie werde ich den verschnupften Tauben Zauberer los? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. So verzweifelt bin ich nun auch noch nicht.
So verzweifelt. Okay, das kann ich nur einfach benutzen. Er ist größer, als er aussieht. Der Fisch ergibt jetzt hier keinen Sinn, meiner Meinung nach. Zum Shake. Hi Yuki, guten Abend. Kommt's auch passend zum Fortschritt hier. Obwohl Fortschritt seit einer halben Stunde läuft es auch wieder besser hier. Eine halbe Stunde oder 40 Minuten sind wir hier, bin ich planlos rumgelaufen, bis ich mal weitergekommen bin. Aber jetzt geht's hoffentlich Schlag auf Schlag weiter. Ja. Ist leider schon Sonntagabend, Wochenende vorbei, ne? Der Keil? Nee. Gummihandschuhe, Schildkröte. Jo, leider. Brecheisen. Oh, Kaiserlein hat mich abonniert auf Stufe 1. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Da kommt demnächst auch noch was. Ich glaube, ich habe sogar ein paar Emotes schon freigeschaltet für die Stufen. So ein bisschen was habe ich schon konfiguriert im Hintergrund. Aber du, Kaiserlein kennt auch noch nicht Simon 2, das hattest du auch noch vor dir, ne? Weil im Augenblick weiß ich. Ich habe den Fisch, den habe ich neu. Ich habe das Zauberbuch neu. Servus. Kann sich ja jedes Mal in seinem Landesakzent begrüßen. Nabeln, Servus, Moin, Tag. Grüß Gott. Okay, ein erkälteter Zauberer, der schwerhörig ist. Wie könnte ich den loswerden? Kann ich ihn... Ja, genau, ich habe seit kurzem habe ich jetzt Channel Points. Ich hatte so ein 50-Follower-Ziel erreicht, da kann man die einrichten. Die Channel Points. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ihm den Shake hier in seinen Gehörgang reinschiebe. Wenn er das hochhält. Ja, vielleicht näher rangehen. Dass der verstopft wird. Das wird bei dir noch etwas dauern, ja. Kontinuierlich irgendwie streamen, ne? Gefällt mir das Spiel ähnlich gut wie Teil 1. Von den Rätseln her ist es, glaube ich, besser als Teil 1. Der Humor ist ziemlich kacke, finde ich. Also zumindest jetzt hier in der deutschen Übersetzung. Da sind ziemlich viele Shovi-Sprüche dabei, die man heutzutage echt nicht mehr machen würde. Also das ist echt zum Teil schlimm. Der hormongeladene Teenager Simon... Der hat sogar, ist sogar schon so weit gegangen, dass die Enkelin von dem Kalypso nicht mehr mit ihm sprechen möchte, weil er sie so angegraben hat. Das war echt schlimm. Was angenehm ist, hier muss man keine Karten zeichnen, weil das alles über eine Oberweltkarte geht. Hier muss man keine Labyrinthe mehr durchgehen. Das ist super angenehm. Das fördert den Spielfluss ungemein. Keine Füllerbildschirme mehr. Eine Wizard-Version von Leisure Suit Larry, genau. Ja, ich glaube schon. Bis jetzt war er zumindest auch immer erfolglos. Im ersten Teil war es noch ganz angenehm. Da hat er diese Angrabesprüche, ja, da war es auch ein bisschen unangenehm bei den Valkyren gewesen, fand ich. Da hat er auch so ein paar schlechte Sprüche gebracht. Aber hier kommen, sind die etwas mehr, etwas bisschen häufiger kommen die vor, so ein paar schlechte Sprüche. Ein gefährliches Utensil. So, jetzt versuche ich es nochmal mit dem Sumpfshake in den Gehörgang, wollte ich das reinschieben. Es geht nicht. Für jeden Überlebensfreak unentbehrlich. Also nochmal, benutze Sumpfshake mit Zauberer. Nee, komm, yes! Die Idee war richtig. Ich habe die Hälfte aufgehoben. Man weiß ja nie.
Wo sind denn die anderen alle hin? Fortschritt. Sie sahen mich und wussten, dass sie keine Chance hatten. Ist die Nummer 4 noch hier? Sind Sie die Nummer 4? Hallo? Hallo? Was hat er? Das ist nur ein Wanderer, der sich hier einen Moment ausruht. Die große Zaubershow kommt jetzt. Da haben wir eigentlich lange drauf hingearbeitet. Und jetzt kann ich mir den Zauber mit Schnupfen auch von der To-Do-Liste streichen. Dies ist der einzige okay. Zauber, Euer Majestät. Nun gut, junger Mann. Möge er uns zeigen, was er kann. Alles klar. Ich spreche gleich auch mit von mir in der dritten Person. Was mache ich da denn jetzt? Da liegt eine Bananenschale. Staunen Sie. Dancing Banana. Peanut Butter Jelly Time. Ups. Wie wäre es hiermit? Eine Schnecke. Also ich kann gerade nichts machen, ne? Das ist alles selbst ablaufend hier. Aber dieser hier. Ah, der Eimer, den kann ich noch gebrauchen. Wartet, wartet. Das habe ich gleich. Das ist die einzige Chance, die ich habe für diesen Wettbewerb. Chance dafür? An dem Stand der Sonne und der Mondfinsternis und den kosmischen Strömungen liegen. Die Musik ist eigentlich auch ganz gut in dem Spiel. Ist relativ abwechslungsreich. Viele Bildschirme haben unterschiedliche Musik. Das ist ganz schön. An all diesem Zauberkram eben, wisst ihr? Wartet! Oh je. Ich weiß nicht, ob das hier gerade zu was führt, was er macht. Stopp, er bekommt die Anstellung, aber er soll nicht mehr weiterzaubern. Oh, das war ja einfach. Wäre ich hier auch... Was ich habe. Der Ausweis. Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hofzauberer. Was hältst du davon, hä? Und sie haben immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen. Für was ist eigentlich das Inventarsymbol der angreifenden Killertomate? Das in... Guck mal, ob ich weiß, was du meinst. Die angreifende... Meinst du das hier? Oder meinst du was in meinem Inventar selber? Das ist Sprechen hier. Nee, das ist Sprechen, genau. Und das sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Killertomate hier. Das ist Sprechen. Reden mit... Da muss ich auch lange mich dran gewöhnen, zu merken, welches Symbol für was steht. Killertomate. Ach ja. Oh, hier muss ich auch gerade an den Film denken. Oh mein Gott. Den haben wir uns damals auch aus der Videothek ausgeliehen, also noch in den 80ern auch oder Ende der 80er. Da stand er auch ewig lange auch immer Regal mit den Horrorfilmen. Stand er bei Horror? Nee, bei Horror stand er gar nicht. Ich weiß nicht, wie die Videothek den damals eingeordnet hat. Aber der so in der Videothek, wenn man den dort stehen sieht und die Beschreibung liest, dann bekommt man einfach Lust, den auszuleihen. Ich fand den überraschend mal erinnert. Spaßig ist das auch. Eben denke ich nämlich auch. Ich kenne auch nur Teil 1. Ich kenne, glaube ich, auch nur Teil 1. Ist bei mir schon lange her. Wie gesagt, Videothekenzeiten. Und das ist so ein klassischer Videothekenfilm. Du siehst halt im Regal stehen. Das sieht einfach so aus, dass man das irgendwie sehen muss. Ist richtiger guter Regalfilm. Also Regalfilm meine ich, dass der sich auf dem Regal gut verkauft. So, Leute. Jetzt geht's hier rein.
du bist es. Hast du den Ausweis? Klar, hab ich. Es läuft fast wie am Schnürchen gerade, hey, würde ich sagen. Erda. Erda. Du meinst mich? Ja, du, genau. Knie er nieder, bevor er mit uns redet. Träum ruhig weiter, Kleiner. Der Prinz. Endlich kann ich auch mal jemanden so nennen. Wenn er nicht niederkniet, dann muss er sterben. Bleib auf dem Teppich, ich bin größer, in 60, 70 Jahren vielleicht. Hast du irgendwelche großen Beschützer um die Ecke stehen? Ich habe solche Angst, ich mache mir gleich in die Hose. Bleib auf dem Teppich, ich bin größer als du. Nimm dies. Nimm dies, was kriege ich? Au. Oh, Blasrohr. Und dies. Autsch. Und dies. Aua. Das möge ihn lehren, wie er mit einem Prinzen zu reden hat. Du bist ein Prinz? Wir sind in der Tat. Ich bin Simon, der... Was ist mit diesem Blasrohr? Ich stell mich erstmal vor. Ich bin Simon, der Hofzauberer. Und wir sind Peregrin, Erbe des Peregrin. Throns von... Ja, wie heißt dieses Land eigentlich? Du übertreibst mit deinen dramatischen Pausen. Wir sind der Prinz dieses Königreichs. Wir können so dramatisch sein, wie wir möchten. Wir werden eines Tages der König sein und Leute enthaupten lassen. Das ist ja ein Lebensziel. Was ist mit diesem Blasrohr? Das Blasrohr? Das Blasrohr, mein Lord. Nenn mich einfach Simon. Ich habe gerade an die Luftballons gedacht, aber ich muss ja nicht meine Luftballons kaputt machen mit dem Blasrohr. Wie wäre es? Ein Blasrohr ist aber keine prinzenwürdige Waffe. Ein Blasrohr ist aber keine prinzenwürdige Waffe, oder? Ich schätze, du hast recht. Unser Vater erlaubt uns nicht, ein echtes Schwert zu tragen. Er sagt, man könne uns keines anvertrauen. Aber es ist lecker. Ich will ein echtes Schwert. Keiner nimmt mich ernst. Okay, To-Do-Liste. Aber du kannst nicht einfach rumlaufen und den Leuten den Kopf abhauen. Schreib mir mal Schwert für Prinz auf. Wir können tun, was uns beliebt. Nimm dies. Nee, nicht noch einen Schuss. Au. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihm das Kaugummi geben könnte. Für den sollte man die körperliche Züchtigung wieder einführen. Okay. Ich meine, in der Stadt ist immer noch der Tätowierer offen. Dass ich den Tätowierer zurück zum Arbeitsplatz bringe, aber ich weiß noch nicht genau warum. Deswegen versuche ich erstmal an dieser Stelle weiterzukommen. Kinder lieben doch Kaugummis. Wo ist er? Prinz. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Was ist denn hier noch interagierbar? Der Prinz, und kann ich zur Tür gehen, ohne dass der mich auffällt? Nee, es geht nicht. Oder ist die zu öffnen, die Tür? Ah, dieses Öffnen-Symbol, da muss ich mich auch lange dran gewöhnen. Oh, ich konnte doch einfach so durch. Na gut. Können wir erst eine Zimbel. Zimbel kommt vom lateinischen Zimbalus und heißt so viel wie tierisch laut. Ja, auch klar. Kann ich einfach so mitnehmen. Okay, das ist gut, um jemanden aufzuwecken oder so. Da ist die Zimbel. Tor 1 oder Tor 2? Nehmen wir Tor 1 erst. Prinzessin auf der Erbse hier. Die könnte ich aufwecken mit den Zimbeln.
Das hier scheint so eine Art Brutanstalt zu sein. Brutanstalt? Meint er das damit, was ich denke? Brutanstalt? Sie schläft. Ein riesiger Stapel Matratzen. Eine Erbse habe ich aber nicht dabei, ne? Ich habe eine Schildkröte dabei. Ein Keil. Hallo da oben. Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Ich bin schon wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Wo habe ich nur mein Sausephon gelassen? Sausephon kennen wir aus dem ersten Teil ja noch. Aber wir haben, es wird fast schon zu einfach sein, jetzt hier die Zimbels zu benutzen. Sie muss taub sein. Selbst das hat nicht gereicht. Wahrscheinlich muss man ihr tatsächlich eine Erbse in die Matratze reinlegen oder was ähnliches. Vielleicht den Keil? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Es muss schon wahrscheinlich sowas Erbsenähnliches sein. Das funktioniert so nicht. Ja. Was lacht er denn jetzt so blöde? Das verstehe ich gerade nicht, was er hier gesagt hat. Das hier scheint so eine Art Brutanstalt zu sein. Brutanstalt. Ist das wieder ein Gag von Simon, den ich nicht verstehe? Oder der in der Übersetzung verloren gegangen ist? Ich schaue jetzt mal in den anderen Raum rein. Wo geht's denn hier raus, da? Kinderzimmer. Ein Horn, eine Rassel, ein Baby und ein Zahnrad. Könnte das Zahnrad gut für den Mechanismus der Uhr sein? Beim Mac-Sumpfling, damit die Uhr wieder läuft. Dazu muss das Kind aber erst aufhören zu schreien, glaube ich. Damit ich das wahrscheinlich nehmen kann. Wenn es läuft, geht das wahrscheinlich nicht. Ich kann es nicht nehmen, solange es sich bewegt. Okay, wir müssen das Kind ruhig stellen. Nehmen wir mal die Rasse. Wenn ich eins weiß, dass Kinder auf Rasse reagieren. Und das vorhin wäre auch noch eine Möglichkeit, die Frau aufzuwecken, aber es wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Es schreit sich die Lunge aus dem Leib. So, dann benutzen wir Gucci Gucci. Was sagt man dann bei der Rasse? Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Meine Ohren sind momentan Benutzen geht nicht im Geben vielleicht? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Kaugummi. Es war kaum nur ein Zahn, das Kind, aber... Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Also ich dachte, die Rassel wird vielleicht... Ups, die Rassel wird funktionieren. Wir schauen uns erstmal weiter um. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Aber schreibe ich immer natürlich auf meine To-Do-Liste. Also... Schon eine Prinzessin auf der Erbse. Wie viele Kinder hat denn der gute König? Prinzessin auf der Erbse. Baby beruhigen. Wenn ich das Baby beruhigt habe, könnte ich das Zahnrad bekommen. Das ist total gut mit den To-Do-Listen, sag ich dir. Das ist, macht mir auch total Spaß. Mir macht ja auch das Kartenzeichen eigentlich total Spaß in den Spielen, was hier jetzt allerdings nicht notwendig ist. Da ist auch ein Pixel hier unten, ist das. Aber To-Do-Listen sind eigentlich total gut. Das macht auch Spaß, dann die Sachen abzustreichen, wenn man was erledigt hat. Wenn man so Completionist ist. Okay,
Halt nicht so weit gehen. Wo willst du hin? Simon! Hat er sich endlich dazu durchgerungen zu arbeiten? Ich soll doch gar nicht mehr zaubern. Guten Morgen, Euer Majestät. Guten Nachmittag wäre die treffende Wahl. Nun, für uns Zauberer ist die Zeit unbedeutend. Bei unserem Streben nach magischer Perfektion wäre für ihn eine Enthauptung auch unbedeutend bei seinem Streben. Das kommt darauf an, wer enthauptet wird. Er selbst. Schon kapiert. Gut. Er möchte sicherlich erfahren, was seine erste Aufgabe ist. Selbstverständlich, Majestät. Ich habe mein Stift gezückt gerade. Nachdem unsere Amme diesen tragischen Unfall erlitten hat, haben wir einen gewissen Mangel an babypflegendem Personal. Ja, das habe ich gesehen. Er würde daher in die Kinderstube gehen und das Baby zum Schlafen bringen. Das habe ich mir schon aufgeschrieben. Was ist mit der Amme passiert? Ein tragischer Unfall, wie ich bereits sagte. Es begab sich, dass jemand absolut zufällig und unbeabsichtigt ihren Namen auf die Enthauptungsliste setzte. Hoppla. Wir wissen immer noch nicht, wie dies geschehen konnte. Nun, Fehler wie diese... Das ist ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Da will die Königin ja auch mal alle enthaupten. Oh, ich gehe dann und sehe nach dem Baby, ja? Da ist noch dieser Seelöwe gewesen, der hatte mich nur interessiert. Zu seiner freien Verfügung haben. Und es gibt ja hier noch in dem Schloss den Turm, wo der Typ drin ist, der mich immer abstürzen lässt mit den Luftballons. Da habe ich gedacht, wenn ich hier drin bin, kann ich den irgendwie vielleicht außer Gefecht... Hey. Ja? Da darf ich doch nicht rein. Okay. Wir dachten, ihn geheißen zu haben, nach dem Baby zu sehen. Ach ja, ich vergaß. Dann hoffe ich mal, ich habe alles, was ich benötige für das Baby. Ja, ich... Weil in der Stadt fällt mir jetzt nichts ein. Mir fällt ja nur ein, dass ich, wenn ich das Baby beruhigt habe, ich an das Zahnrad komme und dann die Uhr reparieren kann. In dem Mac-Sumpfling. Was ist denn hier noch vielleicht zu holen? Das ist ja auch hier doch der... Der will doch bestimmt einen Fisch haben hier. Die königliche Robbe. Dafür ist der Fisch doch gedacht. Das ist wieder einer dieser Übersetzungsfehler. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Nochmal, das möchte ich gerne nochmal verstehen. Das habe ich nicht ganz. Das ist wieder einer dieser Übersetzungsfehler. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Ach, die königliche Robe. Verstehe. Das sollte eigentlich die königliche Robe sein, aber es ist jetzt die königliche Robbe. Okay, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Okay, dann bekommst du den Fisch und ich bekomme vielleicht den Ball hoffentlich. Komm, meine kleine Robbe. Funktioniert sogar in der Übersetzung, ne? Erstaunlich. Aber war das nicht im Englischen vielleicht das königliche Siegel? Nein, das königliche Siegel wäre es halt wahrscheinlich im Englischen gewesen. Hier. Ich wünschte, ich könnte jetzt an der On the Fly wechseln zwischen den Sprachen, aber ich habe nur die deutsche Version hier. In dieser Installation. Guck, ich habe mir übrigens jetzt auch schon nachgeschaut. Discworld würde ich zum Laufen bekommen. Das könnten wir danach in Angriff nehmen. Das ist wieder einer dieser Übersetzungsfehler. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Wo wir gerade über Übersetzung kommen. Aber ich würde Discworld gerne auf Englisch spielen. Ich hoffe, ich finde eine Version, die ich auf Englisch spielen kann mit deutschen Texten. Das muss ich mal sehen. Was ist für 2.21 Ja, das war in die mit den Übersetzungs... Ich habe das ja ein paar Mal schon erzählt hier im Stream. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mitgekriegt hast, Kasala, mit den Übersetzungsfehler in Legend of Kyrandia Teil 1. Da war ein Rätsel, das war in Deutsch gar nicht zu lösen. Weil da musste man ein Rezept
zusammen kochen, einen Zaubertrank. Und eine Zutat war ein Giftpilz, laut deutscher Übersetzung. Und man trug die ganze Zeit schon Pilz mit sich rum und der wurde aber nicht angenommen von dem Rezept. Allerdings wäre das im Englischen, die Zutat heißt Toadstool als Pilz. Und man findet in dem Spiel eine Kröte, die auf einem Hocker sitzt. Also eine Toad on a Stool. Da muss man nämlich den Toadstool in das Rezept tun und nicht den Giftpilz wie in der deutschen Übersetzung. Und das war irgendwie eigentlich nicht zu lösen, wenn man nur die deutsche Version hatte. Das hatte ich schon zwei, dreimal erzählt hier. Weil ich das hier im Stream halt auch erlebt habe und das echt, da habe ich auch gedacht, oh Mann, da hat sich wirklich keiner Mühe gegeben, das richtig zu übersetzen. Ja, Kronja 1 war ganz schlimm mit der deutschen Übersetzung. Da waren auch Rechtschreibfehler drin und so. Zusammenhangsfehler. Möchte das Kind vielleicht mit der Robbe spielen? Das ist dann ruhig, mal gucken. Monkey Island hat auch einige Sachen, das stimmt. Das sind die bekannteren Beispiele. Aber ich glaube, als ich mal so im Forum nachgeschaut habe zu Corandia, als ich das aktuell gestreamt habe, haben auch viele gesagt, die deutsche Übersetzung ist halt echt schlecht. Und? Neues Stofftier? Komm. Ich gebe nicht meine Sachen her, solange ich nicht muss. Das ist wieder einer dieser Übersetzungen. Genau, der Monkey Ranch ist eines der bekanntesten. Und dann das. So, wir haben hier aber alles eingesammelt. Also ich würde sagen, Schnuller fehlt dem Kind. Das Kind vielleicht, das... Ach, Kaugummi habe ich schon versucht. Aber ein Schnuller wird halt auch funktionieren. Ein Schlauchboot habe ich bisher noch gar nicht gebraucht. Kann ich aus dem Schlauchboot einen Schnuller bauen? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Kau auf dem Schlauchboot rum, Kind. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Also der Fisch ist weg. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Schloss raus muss für ein Rätsel. Ich glaube nicht. Ich versuche das Kaugummi in die Matratzen zu legen, um die Prinzessin aufzuwecken. Irgendwas Kleines, Rundes halt, ne? Genau soll das bezwecken, bitte. Weil ich könnte natürlich das Horn nochmal probieren, aber ich denke mal, durch Lautstärke wird sie nicht aufgeweckt. Das ist nur so ein Red Herring hier. Die ganzen Krachmacher. Hup. Sie muss taub sein. Kann ich die Rassel auch noch benutzen? Gibt's ein Achievement, wenn ich alles benutze? Sie muss taub sein. Das ist wieder einer dieser Übersetzungsfehler. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Schildkröte. Kann ich aus dem Gummihandschuh einen Schnuller machen? Gummihandschuh habe ich allerdings schon benutzt für was anderes. Irgendwie keine Ambition, gerade rauszugehen aus dem Schloss. Ich denke mal, ich kann hier alles lösen. Ich gehe nochmal zum Prinzen. Der wollte ein Schwert haben. Ich spreche nochmal mit ihm. Hi. Er darf meine Hand küssen. Und du meinen... Wir sollten ihn dafür enthaupten lassen. Entferne er sich aus unserer Gegenwart. Naja, kann ich... Ich dachte, ich könnte hier irgendwas dranhängen, dass er schießt ja immer hier auf dieses Stofftier drauf. Das kann ich vielleicht austauschen. Möchte er vielleicht diese Robbe haben? Als Ziel? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Was sagt denn die Liste noch? Das ist eine alte Liste. Das ist aus dem letzten Spiel die Liste. Die Liste aus
aus Teil 1. Die habe ich noch rumliegen. Ist ein bisschen verwirrend. Ja, die Uhr reparieren. Habe ich ein Outfit für den Nerd gefunden? Irgendwas, was ihn cooler erscheinen lässt. Ja, nicht so wirklich. Ja, danke dir. Danke fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Offizieller Ausweis fürs Schloss, das kann ich natürlich jetzt wegstreichen. Wenn es mein Stift zulässt. So, der kann weg. Der, genau, da habe ich den ersten Zettel fast schon, der ist alles schon abgestrichen. Nicht dem Prinzen denn noch Gutes tun? Will er vielleicht diese Brechstange als Schwertersatz haben? Besser nicht. Nee. Ich könnte es später noch gebrauchen. Wir geben uns nochmal einen Überblick hier über die Karte und dann Gedanken einmal streifen lassen. Jetzt ein Schloss hochfliegen geht wahrscheinlich immer noch nicht. Na, das wird immer noch nicht gehen. Und ich denke mal, hier brauche ich das, das Zahnrad von dem von der Kinderwiege, damit ich die Uhr hier reparieren kann. Hier sind ja immer noch die Krabben, die ich nicht nehmen konnte. Aber die Robbe hilft mir da jetzt auch nicht bei, oder? Naja. Wie komme ich an diese formaledeiten Krabben ran? Die Gummihandschuhe haben nicht geholfen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Keine Chance, sie könnten mich zwicken. Ich habe viele Krachmacher bekommen. Ich wüsste aber nicht, wo die in der Stadt notwendig sein könnten. Der Magiewettbewerb ist durch. Der Marktplatz ist eigentlich durch. Der Rathausplatz ist eigentlich auch durch. Außer der Schlagzeuger möchte noch mehr Instrumente haben. Die Zimbels wären was für den eigentlich. Ich glaube, ich lasse sie besser in Ruhe. Er geht automatisch wieder zurück. Okay, das ist auch keine Location zum Lösen gerade. Schwertrip. Na gut, ich meine, was wäre... Ah, klar. Der Junge, der schießt ja gerade... Du bist es. Mit seinem Blasrohr Erbsen sicherlich. Ich muss irgendwie in das Blasrohr und die Erbsen von dem Prinzen kommen. Dann kann ich wahrscheinlich die... Nein, das sind ja Erbsen, die er verschießt hier. Dann müsste ich irgendwie an ein Schwert kommen wahrscheinlich, damit er sein Blasrohr austauscht. Dann kriege ich wahrscheinlich die Erbsen. Wo habe ich denn ein Schwert gesehen? Schloss vielleicht noch? Thronsaal? Ich glaube, da war sonst nichts zum Interagieren. Da wäre ein Schwert, aber das kann man nicht nehmen. Sonst gehen wir gleich, ja. Die zweite Aufgabe könnte echt sein, sein Kind, die Tochter zu wecken. Eure Majestät? Ja? Ich hätte gerne einen Tipp. Das Baby zum Schlafen bringt? Versuche er, die Prinzessin zu fragen. Sie übernimmt dies normalerweise, wenn uns die Armen ausgehen. Okay, in der Reihenfolge.
In der Reihenfolge, also muss ich mich doch erst um die Prinzessin kümmern. Da muss ich schauen, wie ich an die Erbsen von dem Prinzen komme. Kann ich den Prinzen erschrecken, wenn er schießt? Mit einem der Geräusche, dass er das Ding fallen lässt? Man wird erst schon zweimal diese Rätsel gehabt, mit denen, wo man auf Animationen reagieren muss. Gucken, ob ich... Weil ich kann auch nur mit ihm selber interagieren, aber nicht mit dem Ziel oder so. Also benutzen wir mal... Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Meine Ohren sind momentan... Aber die will er hier gar nicht benutzen. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Die liegen ja auch nicht rum, die Erbsen hier, ne? Das ist wirklich nur eher der... Entsprechend ist auch nicht mehr drin. Ah, die Rätselkette ist eigentlich relativ klar jetzt wieder. Fast. Bis auf das, was er möchte. Hallo, Prinzchen. Er ist der neue Hofzauberer, oder? In der Tat. Dann zaubere er uns ein Schwert herbei, oder wir lassen ihn köpfen. Ja, oder will ein Schwert haben. Tu er es, und komme er nicht zurück ohne ein Schwert. Das wird das so das Erste. Habe ich das mir aufgeschrieben? Schwert für Prinz, genau. Das ist eigentlich das Erste, was wir tun müssen. Eisenhändler? Eisenhändler vielleicht? Am Marktplatz? Versuche ich nochmal. Den Eisenhändler. Komm, raus hier. Raus hier, Simon. Ist ja wirklich pixelgenaues Rausgehen hier. Noch ein Stück. So. Mal sehen, ob mir der Eisenhändler helfen kann beim Wo sind denn meine Ballons? Meine Ballons sind alle weg. Warum sind die weg? Muss mich gleich nochmal einen Ballon holen. Oder brauche ich das jetzt nicht mehr? Ein verhutzeltes Männchen, das Eisenwaren verkauft. Wie geht's, Mann? Neuigkeiten, irgendwelche neuen Folklieder oder so. Fürchte nein. Okay, und tschüss. Okay, der stellt dann offensichtlich keine Schwerter her. Ha. Was mich wundert ist, ich habe doch eigentlich vorher abgespeichert, bevor ich losgeflogen bin, oder habe ich das... Also, dass die Luftballons eigentlich noch hier sein müssen. Ich hole mir mal einen Luftballon nochmal beim Max Sumpfling. Oder habe ich einfach weitergespielt danach? Entschuldige, weiß ich bitte? Gar nicht. Wahrscheinlich. Ja. Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Noch ein. Komm, na gut. So, ja. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Denken Sie daran, jedes Sumpfessen enthält. Das muss jetzt doch nochmal sein hier. Dass ich hier zwei Luftballons festmache, damit ich das nicht später nochmal machen muss. Naja, als ob ich nicht schon genug Laufarbeit gemacht hätte. Nur für kurze Zeit, hier bei McSumpfling erhältlich. Kann ich noch einen Luftballon haben? Ein Sumpfkaugummi und eine Sumpfling-Figur in... Entschuldige? Ja? Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Noch? Komm. Na gut. Gut, dass die unendlich sind. Bei McSumpfling können die Kleinen auch ihre Geburtstagsparty fahren. So, und den dritten hole ich mir gleich auch noch und die behalte ich aber dann erstmal im Inventar. Weil losfliegen will ich noch nicht. Und dann muss ich mal weiter überlegen, wo ich ein Schwert herbekommen könnte. Wo habe ich denn... Ah, das mache ich gleich erst, wenn ich den dritten Luftballon habe. Und noch einer. Alle guten Dinge sind drei. Entschuldige bitte. Ich könnte ja noch mal. Ja. Ich gehe gleich noch mal hier zum Sumpfling nach oben.
Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Der sagte ja, ich sollte ihn noch mal besuchen. Komm schon, sei ein Freund. Sei kein Frosch. Dieses Mal vorsichtiger damit. Mal gerade ein bisschen dunkler machen bei mir hier. Kommen Sie zu McDumpling, denn hier ist es einfach gut. Kopftüten liegen jeder Mahlzeit gratis bei. Ist gerade ein bisschen hell gewesen. Ja, so ist glaube ich besser. Okay, jetzt habe ich meinen Luftballon. Jetzt sollte ich hier nochmal speichern an der Stelle, damit ich den Luftballons nicht nochmal holen muss. Schwert hier hin, damit ich weiß, dass es die aktuelle Questline gerade, die mit dem Prinzen und dem Schwert ist. Hör zu, Kleiner, halte dich von diesen durch. Benutze sie zum Speichern, Laden oder zum Verlassen. So, anziehen. Und wieder einmal ruhig. Mal sehen, ob es da noch neue Optionen gibt, wenn ich oben in seinem Büro bin. Alles klar, Bill. Hier, Schwerter ähnliches, ein Messer. Das ist wieder einer dieser. Was mache ich mit der königlichen Robbe? Kann ich die anziehen eigentlich? Was für eine bizarre Idee. Ist tatsächlich eine Robbe. Was mache ich denn wohl mit einer dressierten Robbe noch? Ja, kommt vielleicht noch irgendwann. Wollt ihr die vielleicht haben? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Da sind seine Kinder auch wieder da. Hallo, Freund. Hi. Was gibt's Neues? Wem gehören denn diese kleinen Viecher in der Ecke? Geh und spiele mit Kindern, wenn du mögen. Ich so stolz bin auf sie. Wer ist denn das andere Elternteil? Hat er die Kinder also doch nicht in die Suppe getan? Ja, das war ein bisschen verdächtig, weil die weg waren. Sicher. Ah, okay. Milch, Babysumpflinge. Was ist denn mit der Milch? Na, ihr kleinen Burschen? Dada! Ich bin nicht euer Dada. Mama. Ich bin auch nicht eure Mama. Ach, die sind ja herzallerliebst. Man merkt wirklich gleich, von wem sie stammen. Okay, die haben ein Glas, eine Flasche Milch gehabt. Die darf ich wahrscheinlich nicht einfach so nehmen. Gib das her, Schreckgespenst! Ne, das war klar. Hab ich irgendwas, was dir interessieren könnte? Ja, könnte ich euch auch zum Spielen? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Diese Rasse? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Wie komme ich an die Milch ran? Hi! Kaugummi vielleicht? Du schon getroffen, Kinder? Oh ja. Oh ja. Man merkt gleich, von wem sie stammen. Ja. Man merkt gleich, von wem sie stammen, hä? Sie wie ich sind, nicht wahr? Eines Tages sie berühmte Köche und verbreiten Sumpf. Wie schön für die Welt. Aber wie komme ich an die Milch? Ich habe noch diesen Schlammtrunk. Nee. Was ist das hier? Das war die Broschüre der Verrückten, das Notizbuch. Das Kaugummi vielleicht? Das habe ich immer noch nicht benutzt bisher. Verantworten, oder? Ach doch. Komm, alle guten Dinge sind zwei. Das wäre aber nichts zu verantworten, oder? Ich
Spielen die gern mit einer Schildkröte vielleicht? Normalerweise gebe ich meine Sachen nur an Menschen weiter. Ich wollte es auch mit dem... Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich... Kann ich die Milch vielleicht austauschen, wenn ich das mit der Milch benutze? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Die Rassel ging nicht, ne? Besser nicht. Nee. Ich könnte es später noch gebrauchen. Hat er noch einen anderen Dialog gehabt, außer den Kindern? Entschuldigung? Kommen später wieder, Freund. Nee, ich bin sehr beschäftigt, bin im Moment. Ich wollte sowieso nichts von dir. Kann ich nochmal mit denen sprechen? Ja, die haben ja nicht, die konnten ja nicht, viele Worte haben die ja nicht gehabt. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Was? Na gut, ja, ne. Wenn ich mich als verkleidet, als Papa verkleide? Nee. Noch der Ort, um mich zu erniedrigen. Kinder mögen auch Brei. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Wie komme ich an die Milch? Sagt er mir, wenn ich mir die anschaue. Die Flasche fest umschlungen. Ja. Müsste ich die irgendwie ablenken, vielleicht? Ich dachte gerade, wenn ich mich verkleide, würde ich die vielleicht ablenken. Ja, das hat nicht funktioniert. Bestechen wird nicht gehen. Nee, Bestechung geht auch nicht. Meine Ohren sind momentan etwas... momentan etwas sensibel. Milch, die brauche ich auch nicht. Ich brauche ja eigentlich ein Schwert. Die Schildkröte bisher auch noch nicht benutzt worden für irgendwas. Ich spreche schon wieder Sumpfling. Schildkröte noch nicht benutzt für was. Also die Quest in der... Im Schloss wird sein, Prinzessin mit... Nee, Schwert für den Prinzen finden. In der Hoffnung, dass wir sein Blasrohr mit den Erbsen bekommen. Die Prinzessin aufwecken mit der Erbse in den Matratzen. Die gibt uns einen Tipp, wie man das Baby beruhigen kann. Dann bekommen wir... Ja, den nächsten Auftrag vielleicht vom König. Oder dürfen weiter ins Schloss gehen. Da will ich jetzt erstmal, weiß jetzt nicht so genau weiter. Wir müssen ja auch noch zu den Tätowierladen. Aber was der... Wie der sich einfügt in die Geschichte, wissen wir noch nicht. Wofür ich die Milch jetzt brauche, weiß ich auch nicht. Deswegen lasse ich die erstmal. Ich muss ja irgendwie an ein Schwert oder was Schwertähnliches kommen. Sei es auch nur ein Holzschwert, ne? Das würde ja auch vielleicht sogar reichen. Wo habe ich denn sowas gesehen? Eigentlich haben wir ja schon alles in der Stadt durchsucht. Kann ich flink nochmal zum Sumpf sicherheitshalber hier nochmal schauen, ob ich irgendwas... Ich frage mich, warum der Kanaldeckel hier als extra Item gehighlightet wird. Das ist schon seltsam. Ein schwerer Kanaldeckel aus Metall. Aus Metall. Das Schlauchboot habe ich nicht an der Stelle benutzt, wo ich gedachte. Ich dachte, ich müsste mit dem Schlauchboot durch den Abwasserkanal schippern. Aber das war nicht der Fall. Also wird das noch für was anderes benutzt werden müssen. Neues Angeln kann ich jetzt auch nicht mehr, nur ohne Köder. Ich habe keinen Köder. Ich meine, hier steht noch ein Pfeil. Vielleicht habe ich hier hinten noch was übersehen. Das Schild ist nicht benutzbar. Ah, hier passiert noch was. Okay.
Ich grüße dich, O Wanderer. Ich bin die Herrin des Sees, Beschützerin des Heiligen. Ah, da ist das Schwert. Welches auf jener Insel dort ruht. Hallo. Wenn du danach trachtest, in den Besitz des Schwertes sehr gerne zu bringen, so wisse, dass nur jemand von königlichem Blute es aus dem Stein ziehen kann. Die Story kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Nur wer sich des Schwertes würdig erweist, wird es erlangen. Viele haben es versucht, doch keinem ist es je gelungen. Dennoch zögere nicht und, wie bitte? Hä? Warum muss ausgerechnet ich immer an die Besserwisser geraten? Und Diana kommt schon wieder 20 Minuten zu spät zu ihrer Schicht. Dabei wollte ich heute Abend mit George ausgehen. Stopp, Auszeit, was geht dir vor? Auch ich stehe unter Termindruck. Du sahst unter Wasser irgendwie besser aus. Oh Gott. Stopp, Auszeit, was geht hier vor? Nun, wegen dem Date mit George habe ich meine Schicht mit Sarah getauscht. Dann hat Sarah mit Katie getauscht, um mit Amelie zu tauschen. Aber Katie ist ausgefallen und Diana musste für sie einspringen. Logisch. Sie hätte vor 20 Minuten beginnen sollen. Ich arbeite seit 8 Stunden, ohne Pause. Ich wusste nicht, dass Herrinnen des Sees in Schichten arbeiten. Nun, insgesamt sind wir 8. Normalerweise mache ich 3 Morgenschichten, außer heute, wo ich eine doppelte habe. Ich mache das jetzt seit 8 Stunden, nonstop. Wie wär's mit einer Pause? Was genau machst du? Na, du weißt schon, dieses Seeherrinnen-Zeug. Vor Touristen auftauchen und den Mist mit dem Schwert erzählen. Der König liebt es, die Traditionen zu pflegen. Wie komme ich denn jetzt an dieses Schwert ran? Also gibt es gar kein Schwert. Das würde ich gerne mal probieren. Wo muss ich unterschreiben? Das würde ich gerne mal probieren, glaube ich. Das würde ich gerne mal probieren. Wo muss ich unterschreiben? Yuki, gute Nacht wünsche ich dir. Nein, du benötigst eine Ausbildung und du bist keine Frau. Bis demnächst. Mach's gut. Wie steht es eigentlich mit der Gleichberechtigung? Nur ein unwesentliches biologisches Detail. Ich kann damit leben, nicht, wenn ich nicht, was sich nicht operativ beheben lässt. So ein nur ein unwesentliches biologisches Detail. Außerdem musst du als Insignie die königliche Robe tragen. Bitte. Gestattet wirst du von uns aufgenommen. Ich habe hier die königliche Robe. Gilt das auch? Ja, ausnahmsweise. Besser du stopfst den Anzug mit ein paar Socken aus. Du kannst dann sofort anfangen. Weißt du, was du zu tun hast? Ach, das war jetzt aber echt Glück, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Immer rein ins Kühl, in den Sumpf. Du hast bald die Schnauze voll davon, glaub mir. Man muss auch wissen, frage mich, wie sie sich da welche Referenzen hier in dem Spiel also finden sind. Dass hier auch eine Arthur-Referenz drin ist. Arthus-Referenz, meine ich natürlich. So, haben wir einen kompletten Tauchanzug bekommen. Und können wir jetzt hier zu der Insel tauchen? Ich stehe nicht auf Gummiklamotten. Ach, warum denn nicht? Dieses Outfit ist schon schlimm genug. Ich dachte, ich könnte zu dem Schwert. Oder gibt es, war das jetzt wirklich so, dass es überhaupt kein Schwert gibt? Ist das irgendwie das Ende der Geschichte? Die erzählen nur die Geschichte vom Schwert. Ich glaube, das war eigentlich das, was am Ende rausgekommen ist. Um die Tradition aufrecht zu bewahren, es gibt gar kein Schwert. Das funktioniert so nicht. Der lacht sich wieder kaputt. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken? Wofür könnten wir den Tauchanzug denn jetzt benutzen können? Ich dachte, wir wären jetzt hier schon auf der richtigen Spur gewesen mit dem Schwert. Aber wenn es hier kein Schwert gibt auf dieser Insel?
Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Wo könnte man denn noch tauchen gehen? Im Abwasserkanal? Also wenn ich das richtig verstanden habe, sagte sie jetzt, das sind einfach nur Touristenattraktionen hier und da kommen die immer in Schichten an und erzählen den Touristen von dem Schwert. Aber das Schwert gibt es gar nicht mehr. Also brauche ich auch gar nicht versuchen, hier zu tauchen. Ne, geht auch nicht mehr weiter. Wofür könnte ich denn jetzt den neu erlangten Tauchanzug benutzen? Kurz auf der anderen Seite noch mal schauen. Dieser metallene Deckel, den nimmst du aber nicht mit, der ist zu schwer, ne? Das schiebe ich bestimmt nicht durch die Gegend. Kann ich da vielleicht noch was festmachen dran irgendwie? Weil es ist schon auffällig, dass das ein interagierbares Objekt ist. Als ob man da noch irgendwas festmachen kann oder so. Kann ich mit der Brechstange das zumachen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? So, hier war ja der Schlamm. Kann ich mal sehen, ob hier noch mal weitergeht? Ne, hier geht er nicht mehr weiter. Da ist die Brücke kaputt. Also ich könnte mich hier noch mal festmachen. Kann ich hier jetzt in den Schlamm reintauchen? Ich stehe nicht auf Gummiklamotten. Das letzte Mal hatte das, glaube ich, gemacht, als ich den Eimer hatte. Da hat er sich Schlamm rausgeholt. Diese Dinger sind nicht sehr kompliziert. Den Eimer habe ich jetzt nicht mehr. Es wundert mich, dass er sich trotzdem noch festgemacht hat an dem Bungee-Seil. Na gut, jetzt macht er sich wieder ab. Okay. Muss ich jetzt nochmal den Abwasserkanal zurück oder darf ich jetzt direkt teleportieren? Vielleicht ist ja hier noch was zu holen dann. Hier ist die Spinne. Was pumpt denn hier gerade so? Wo kommt das Geräusch her? Was ist das für ein Geräusch? Ist das nur das Geräusch hier? Ich dachte, hier wäre irgendwo noch eine Maschine, die ich übersehen hätte. Die Spinne... Ist die Robbe jetzt eigentlich weg? Ne, die habe ich noch. Gerade dachte ich, als erstes dachte ich, ich könnte mit dem Taucheranzug zu der Insel tauchen, wo das Schwert ist, aber wenn es das Schwert nicht gibt. Guck mal, ich neuen Witz noch erfahren. Kennst du jetzt endlich ein paar gute Witze? Denk dir nichts dabei. Danke auch für dein Geschenk. Sowas wollte ich schon immer einmal haben. Man sieht sich. So, einmal Übersichtskarte und... Moment mal. Ich wollte mal nochmal die Sachen hier anschauen, die ich gefunden habe. Ein Tank gefüllt mit Pressluft. Presslufttank. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich da reingezwängt hat. Gibt es eine Stelle, an der ich... Ja. Beim Hafen. Im Hafen ist aber nur noch die Krabben sind da nur noch offen. Der Gummianzug reicht, um die Krabben aufzuheben. Ich habe schon mit den Gummihandschuhen versucht. Da wird der Gummianzug auch nicht funktionieren. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich stehe nicht auf Gummiklamotten. Will er den überhaupt nicht anziehen, egal wo? Ja.
Sollte ich nochmal entschlossen? Ich weiß nicht so genau. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt was, weil das war ja gerade auch ein Teil der Questline gewesen, denke ich mal, mit dem Schwert, weil wir haben dort von dem Schwert erfahren. Ich kann natürlich nochmal mit dem König sprechen, vielleicht hat er nochmal Informationen darüber. Das sollte ich mal machen. Du bist es. Danzileine. Vielleicht hat der König jetzt neue Informationen. Nachdem die Herrin des Sees gekündigt hatte oder so. Oder ich jetzt die Sachen hab. König? Eure Majestät. Störe er uns nicht. Wir arbeiten gerade an der Enthauptungsliste. Wir benötigen noch einen Namen mit S. Oha. Wir wollen eine schöne alphabetische Reihenfolge. Wie war sein Name doch gleich? Philipp. Gehe er nun und sehe nach dem Baby. Das möchte ich gerne heute noch rausfinden mit dem Baby. Die Quest noch erfüllen. Dass ich an das Schwert komme, die Schwester aufwecken kann und... Ich meine, warum kann ich nicht tauchen in dem See? Das wundert mich so ein bisschen. Aber er wollte den Tauchanzug partout nicht anziehen. Ein Tank gefüllt mit Pressluft. Was könnte ich denn noch mit dem Tank mit Pressluft machen? Kann man damit seine... Das ist jetzt kein Helium, ne? Das ist ja eher in den Ballons, ist ja eher Helium. Ist das etwas... Na, an die Milchflasche komme ich dadurch auch nicht dran, besser, glaube ich. Weil bei den Sumpflingen ist ja noch die Milchflasche, die schreibe ich mir auch mal auf die To-Do-Liste. Milchflasche. Bei Sumpflingen. Das verhackte Schwert. Das ist der Knackpunkt. Der Tätowierer mir helfen kann, aber ich glaube, der Tätowierer, den bekomme ich ja erst in sein Geschäft. Wenn ich das Baby beruhigt habe und ich an das Zahnrad komme, das ist so meine Vermutung. Moment, vielleicht kann ich dem Typen mit dem Anorak die Taucherausrüstung geben. Vielleicht ist das, was er die ganze Zeit haben wollte. Und vielleicht ist er ja... Das ist doch ein Holzschwert, warum spielt er denn nicht damit? Aber vielleicht will der die Taucherausrüstung haben und... Gibt mir dann irgendwie sein, weiß nicht, sein Live-Action-Role-Playing-Schwert oder sowas. Gucken, ob er die Taucherausrüstung möchte. Das ist doch ein super Hobby. Nur für kurze Zeit. Komm. Enttäusch mich nicht, enttäusch mich nicht. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Naja, war ein Versuch wert. Ich stehe nicht auf Gummiklamotten. Ich dachte, damit würde er zufriedengestellt werden. Benutzen geht jetzt auch nicht, ne? Das ist. Mit Menschen geht ja nur geben. Ist sonst noch irgendwas, was er haben könnte? Was ihm helfen könnte? Ich fand meinen Gedankengang, gar nicht so schlecht. Denken Sie daran, jedes Sumpfessen enthält 20% reines Tierverbindung. Ich kann immer noch versuchen, hier in den Mülleimer was reinzulegen, was Sie sich... Was sie dann das Essen tun. Naja, die Köche, die greifen ja immer hier rein und holen was aus dem Müll raus. Aber ich habe irgendwie nichts, was da als Rezeptur rein könnte. Nichts, was nicht schon drin war. Den Brei habe ich schon versucht. Schildkröte habe ich schon versucht.
Ich könnte immerhin noch versuchen, nochmal mit den Luftballons zu fliegen. Vielleicht mit dem Ausweis schießt er mich nicht mehr ab. Mal gucken. Vielleicht ist mein Dialog ja jetzt anders, weil ich, wenn ich sage, dass ich Hofzauberer bin, speichere ich nochmal hier. Ich habe, glaube ich, gerade nicht neu geladen, nachdem ich geflogen bin. Deswegen waren die Luftballons weg. Kann auch der gleiche Spielstand sein. Dann geht es nochmal auf große Fahrt. Mal gucken, ob das jetzt, seitdem ich offizieller Hofzauberer bin, hier einen Unterschied macht. Weil jetzt hätte ich hier doch eine Antwort hier. Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Es ist nicht so, wie es scheint. Das ist ein anderer Dialog, oder? Wir wünschen einen guten Flug. Es ist ein anderer Dialog, aber er macht immer noch meine Luftballons kaputt. Und tschüss. Es tut mir fast schon leid. Und noch ein Zahn weniger. Dann würde ich noch mal... Jetzt vergesse ich aber nicht zu laden. Kann ich... Was mache ich denn mit der Pressluftflasche? Ein Tank gefüllt mit Pressluft. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ein Tank gefüllt mit Pressluft. Schuh. Zweite Sackgasse heute. Irgendwie gefühlt. Also eine halbe Stunde machen wir wohl noch, denke ich mal, mindestens. Ziel ist ja doch noch, an das Schwert zu kommen. Braucht der Typ im Scherzartikelladen noch was? Der hatte ja noch irgendwie Futzkissen gehabt, glaube ich. Mal gucken. Hallo, ich bin's wieder. Haben wir noch einen Dialog offen? Kann ich irgendetwas für dich tun? Nichts mehr. Momentan nichts. Man sieht sich. So, das bedeutet erstmal gar nichts. Weil der Plan immer noch nicht steht. Ich würde nochmal, gehe ich nochmal zum Sumpf zurück, ob ich da was übersehen habe. Die Rückreise dauert nur so lange vom Sumpf durch die Kanalisation. Habe ich eine andere Idee? Nee, Rathausplatz. Tätowierladen komme ich noch nicht rein. Die Sumpf. Springbrunnen habe ich. Da ist dieses Höschen noch. Das hier. Das wedelt da auch noch so verführerisch im Wind, als ob ich es nehmen könnte. Stimmt. Ich reise nochmal zum Sumpf dann. Genau, wenn ich hier nichts finde, lade ich einfach den Spielstand vor den Luftballons. Also dieses Kanaldeckel, der ist schon... Könnte ich den Luftballon dran befestigen? Auch... Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Was ist mit der... Die Spinne ist wahrscheinlich nur eine Dialogoption. Still und starr ruht der See. Ich habe meinen Verstand noch beisammen. Noch. Ich stehe nicht auf Gummiklamotten. Dieses Outfit ist schon schlimm genug. Ich kann anscheinend nicht tauchen hier.
Das geht offensichtlich nicht. Kann ich noch den... Ein Gummihandschuh habe ich ja schon benutzt. Das Schlauchboot aufpumpen mit... Ach, ich kann das Schlauchboot vielleicht aufpumpen mit dem... Ja. Und dann rüberfahren vielleicht. Yes. Schlauchboot ganz vergessen. Jo, bis zum nächsten Mal, Best Broker. Mach's gut. Mal sehen. Ich denke mal, einen Teil sein werden wir sicherlich noch machen, habe ich so ein Gefühl. Also wir werden es nicht durchspielen heute. Ich habe ja gesagt, ich spiele noch so eine halbe Stunde oder so. Ich wollte das Schwert vielleicht heute noch finden und diese Questline, die ich gesagt habe, zu Ende bringen. Deswegen wird es wahrscheinlich beim nächsten Mal noch weitergehen mit Simon. Schlaf gut und guten Start in die Woche wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Okay, es gibt doch noch eine Insel hier. Neue Locations sind immer... Da ist das Schwert. Die sagten, es wäre nur mit königlichem Blut. Da steht, dass nur jemand von königlichem Blute das Schwert herausziehen kann. Ich schaue jetzt erstmal weiter hier. Aber die sagte auch, dass das nur eine Touristenattraktion ist. Ich versuch's einfach mal. Danke. Komm, Simon, feste. Feste. Ah. Nein. Nein. Verdammt. Königliches Blut. Ich meine, ich könnte dem Jungen Bescheid geben, dem Prinzen, dass er mit mir hier hinfährt und sich das Schwert holt. Ich meine, ich weiß jetzt, wo es ein Schwert gibt. Jetzt muss ich nur den Prinzen hier hinbekommen. Das funktioniert ja nicht. Das dauert natürlich jetzt eine Weile, bis ich zum Prinzen zurückkomme, weil das kann ich jetzt nicht laden, den Spielstand, weil da diese Information brauche ich ja jetzt hier. Es steckt felsenfest im Felsenfest. Felsenfest im Felsenfest. Das ist nicht schlecht. Keine schlechte Übersetzung. Da kann ich irgendwie... Mir das noch vereinfachen hier. Irgendwas, was mir das ermöglicht, das Ding rauszuziehen. Mit der Brechstange. Wie war das? Ich mache jetzt hier mit der Brechstange. Mit dem Kopf durch die Wand. Dann kommt nochmal eine Brechstange. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Sie hat ihre elektrische Ladung verloren. Also ich würde jetzt nochmal zurück zum Prinzen gehen. Jetzt mit dieser Information von dem Schwert hier. Dass ich ihm sage, er soll mit mir hinfahren und sich das Schwert holen. Das ist natürlich jetzt ein langer Weg zurück. Ausgerechnet jetzt muss ich auch auf Toilette. Ups. Das ist immer das, wenn man den Trinkreminder hat im Chat. Dann bleibt das nicht aus. Also, ich hoffe mal, ich habe jetzt eine neue Dialogoption bei dem Jungen. Allerdings hätte ich jetzt oben speichern sollen, damit ich eventuell darauf zurückgreifen kann. Trinken ist richtig und wichtig. Ich hoffe, das bezieht sich nicht auf das Spiel. Moment mal, habe ich einen Zaubertrank, der mich stark macht? Außer die Milch vielleicht? Nee. Ich fahre jetzt erstmal zurück. Die Option verzehren gibt es auch gar nicht mehr hier, ne?
Ich will mir die Rätsel schön saufen. Brauche ich gar nicht. So schlecht sind die Rätsel echt nicht eigentlich, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Nee, das ist hauptsächlich das Wasser, was jetzt treibt. Okay. Auf zum Prinzen. Ich hoffe, noch einmal nachtanken, damit sich das gleich lohnt, auf Toilette zu gehen. Im schlimmsten Fall passiert jetzt hier gar nichts und... Vielleicht gebe ich ja auch einen Taucheranzug. Gehört. Ich glaube nicht, dass uns meine Enthauptung in diesem Spiel weiterbringt. Ein Gespräch geht nicht. Du hast ihn doch gehört. Okay. Ich glaube nicht, dass uns meine Enthauptung in diesem Spiel weiterbringt. Ich muss irgendwie an königliches Blut kommen. Anzug geben, damit ich ihm sagen kann. Ja, besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Okay, dann machen wir mal eine kurze Pause. Eine kurze Klopause und machen dann gleich nochmal weiter. Mal sehen. Ich reise dann nochmal vielleicht zum Sumpf zurück. Irgendwie eine Idee, an die Milch zu kommen, habe ich gerade nicht. Aber wir machen kurze Pause und es geht gleich weiter. Bis gleich. Okay, ich habe einen Plan. Der Plan ist, erstmal ein Stück Schokolade essen. Dann kommt mir die Idee einfach so zugeflogen. Das Mikro ausgemacht beim Essen. Ich weiß ja, was ich gehört. Steht ja nicht jeder auf Essensgeräusche durchs Mikro. Auch besonders beliebt bei Podcasts, wenn in Podcasts gegessen wird. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand macht. Ich wollte nochmal zum Sumpf. Und beim Sumpf speichere ich gleich noch mal hinten beim Schwert ab. Ah, ich hätte vorher speichern sollen. Egal, dann speichere ich nicht ab. Ist egal. Ich hätte vorher abspeichern sollen, bevor ich zum Sumpf fahre. Ebenfalls und noch einmal im Sumpf. Das wäre das Intelligenteste gewesen. Ich habe die königliche Robbe. Ist die königliche Robbe vielleicht blaublütig, dass sie das Schwert ziehen kann? Das könnte vielleicht sein.
sehen. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Ich dachte, sie wäre vielleicht auch vom königlichen Geschlecht. Ich meine, ich habe sie schon benutzt eigentlich. Da steht Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hofzauberer. Na genau, da steht, dass nur jemand von königlichem Blute das Schwert herausziehen kann. Ich habe jetzt nicht mit dem König gesprochen, ich habe jetzt nur versucht, mit dem Jungen zu sprechen. Aber ich mache jetzt hier mal einen Spielstand. Damit ich hier gegebenenfalls zurückreisen kann, falls mir eine neue Idee kommt. Schwert. Nee, komm hier. Schwert im Stein. Sollte ich jetzt nochmal eine Rückreise wagen, dass ich zur Not hier wieder, falls mir die Idee kommt. Ein gefährliches Utensil in unwissenden Händen. So verzweifelt bin ich nun auch noch nicht. Ich könnte mit dem Zauberbuch das vielleicht herauszaubern. Sprecheisen habe ich versucht. Also er sagte nur von jemand vom königlichen Blut, ne? Das stimmt. Da steht, dass nur jemand von königlichem Blute das Schwert herausziehen kann. Kann ich da was festmachen an dem Schwert? Habe ich jetzt nichts mehr wie ein Seil oder sowas? Eigentlich sind die Rätsel ja doch relativ logisch. Also, wenn etwas passt, dann kommt man auch drauf. Dann reisen wir jetzt mal zum König zurück. Vielleicht hat er ein neues Gesprächsthema. Ansonsten habe ich den Gummianzug noch nicht benutzt. Oder muss ich erst heiraten? Muss ich die Prinzessin heiraten? Gehöre ich dann auch zum... Dieses Ding hier, das... Das lacht mich schon aus, wie es hier rumliegt und nicht benutzt wird. Kann ich dadurch, wenn ich das viel durch die Gegend schiebe, wäre ich dadurch stark und kann dann das Schwert... dass ich stark werde und dann das Schwert rausziehen kann, aber das war es nicht. Ist kein Rollenspiel, wo man, zum Beispiel Skyrim, wo man durch Wiederholung irgendwie stärker wird. Wenn man viel springt, wird die Athletik erhöht. Oder Oblivion, ich weiß nicht, Skyrim hat das ja auch noch gehabt. Diese Funktion, diese Spielmechanik. Die Geräusche schon auffällig hier. Aber jetzt nichts zum Interagieren sonst. Ne, hier geht's auch nicht weiter nach rechts. Moment, gerade konnte ich aber weiter nach rechts gehen. Hab ich gerade zwei Ausflüsse gesehen? Nein. Okay. Im Schloss nicht weiter. Außer ich kann den König jetzt nochmal ansprechen mit einer neuen Option. Aber der war ja gerade auch schon... Moment, ich spreche mal mit denen hier. Ich glaube, ich lasse sie in Ruhe, sonst fallen ihnen noch mehr Unkosten ein. Ah, du bist... Du hast ihn doch gehört. Okay. Der wird erst mit einem Schwert zufriedengestellt sein. Letzter Strohhalmkönig. Ich sollte ihn besser nicht. Das war's dann hier auch.
Hier darf ich noch nicht hin, ne? Nee. Ja. Da darf ich noch nicht hin. Wir dachten, ihn geheißen zu haben, nach dem Baby zu sehen. Ach ja, ich vergaß. Ich meine, ich könnte noch mal zur Prinzessin gehen. Okay. Ob ich die aufwecken kann, aber ich habe ja schon eigentlich die Eingebung, dass es eine Erbse aus dem Blasrohr von dem Prinz sein müsste, der sie aufweckt. Weil alles andere hier ist ja nur Ablenkung. Das mit der Uhr, das ist auch seltsam hier. Das hier scheint so eine Art Brutanstalt zu sein. Brutanstalt. Schildkröte drunter Was stecken. Genau soll das bezwecken, bitteschön. Der Keil wäre eigentlich auch gar nicht schlecht. Was eigentlich. Genau soll das bezwecken, bitteschön. Kylie Minogue habe ich noch gar nicht benutzt hier. Sie schläft. Kann man hier noch weitergehen? In den Räumen, das habe ich gar nicht versucht. Hier auf den Balkon gehen? Nee. Sagt, ich brauche königliches, nur jemand vom königlichen Blut kann das rausziehen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich die Prinzessin aufwecke, sagt sie mir, ich muss ihn irgendwie mit Milch füttern, er ist hungrig. Dann brauche ich von dem Sumpfling die Milch. Dass das eine Questline ist. Ich meine, ich habe bisher aber nichts, was ich in die Milch bekommen würde. Ich könnte einen Luftballon geben, den Kindern. Weil das sind die Sachen, die oft sind. Milchflasche, Baby beruhigen, Prinzessin auf der Erbse und Schwert für Prinz. Schreib mal das Schwert aus dem, Ich hab mir Déjà-vu gerade. Schwert zu schreiben gerade, weil der Stift wieder nicht geht. Jetzt ist der mir ja aus dem Sichtfeld raus, dieser Stift, der nicht geht. Vielleicht nenne ich den Keil mal um, so in Keilenbeck Lackland oder so. Dann können wir eine neue Geschichte zu dem Keil erzählen. Schwert aus Stein wollte ich mir aufschreiben. Das auch noch ein To-Do ist. So, ich wollte jetzt nochmal zurück zum... Will ich wirklich zum Sumpfling? Hier ist noch dieses Höschen, hier im Hafen sind noch die Krabben. Die Krabben könnten einen von den Königskindern beißen, damit ich da Blut bekomme. Dann habe ich königliches Blut. So ein ganz abwegiger Gedanke gerade. Dazu muss ich aber erst die Krabben erst bekommen. Ich versuche es nochmal oben bei dem Sumpfling mit der Milchflasche irgendwas. Reingehen. Ich stehe nicht auf Gummiklamotten. Und wieder einmal ruft die Pflicht. Jetzt haben wir schon halb. Eigentlich habe ich jetzt fast so meine Zeit durch, wenn ich streame. Ich würde aber natürlich jetzt gerne nochmal weiterkommen. Allerdings ist das auch ein guter Punkt, um beim nächsten Mal weiterzumachen, weil ich jetzt gar nicht weiterkomme. Probiere noch ein bisschen. Ich
Er hält die Flasche fest umschlungen. Komm, nimm diesen schönen Luftballon. Kinder lieben Luftballons. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Come on! Normalerweise gebe ich meine Sachen nur an Menschen weiter. Was genau soll das bezwecken, bitte schön? Ja, ich glaube, die Milch, die muss ich erst nach der Prinzessin wahrscheinlich besorgen. Aber vielleicht habe ich ja den Gegenstand schon. Komm, spiel mit der Schildkröte. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Na, entweder renne ich jetzt noch eine halbe Stunde rum oder beim Beginn des nächsten Streams. Das wäre halt so jetzt die Option. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Eine Broschüre von diesen Verrückten, die ich getragen habe. Ein Souvenirnotizbuch mit passendem Stift. Dieses Souvenirnotizbuch. Wo habe ich das eigentlich her? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich meine, das habe ich bei den Verrückten. Ach nee, das war, glaube ich. Ah, das brauchte ich, um mit dem Verrückten zu sprechen. Genau, der war ja der mit dem Taubheitsgelübde. Ich glaube, das ist die Milch, die brauche ich ja später. Der Brei vielleicht? Besser nicht. Nee. Ich könnte es später noch gebrauchen. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Das Schwert im Stein. Das ist eigentlich das, was als nächstes anliegt. Irgendwas im Schloss noch übersehen. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Ist denn irgendwie noch was... Ich schaue mir mal diese Geräte hier nochmal an, die ich aus dem Schloss alle habe. Das ist wieder einer dieser Übersetzungsfehler. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Eine typische Fußballrassel. Damit kann man mächtig Lärm machen. Zimbel kommt vom lateinischen Zimbalus und heißt so viel wie tierisch laut. Okay, wir machen das jetzt so. Ich reise noch einmal, ich lade den Spielstand vom Schwert im Stein. Und hier überlegen wir kurz nochmal. Und beenden den Stream an hier an diesem Screen auch, falls mir hier nichts mehr einfällt. Hier geht's auch nicht weiter. Wenn ich das Schild entferne oder umschreibe. Ich möchte das Schild nicht. Sind die Regeln dann auch umgeschrieben? Kann ich die Regeln einfach ändern? Wenn ich zum Beispiel meinen Ausweis darauf mache, heißt dann, dass ich der Einzige bin, der das Schwert nehmen kann? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Verzweiflungstat. Ich probiere jetzt nicht jeden Gegenstand einfach durch, sondern ich überlege wenigstens noch ein wenig. Das Schwert bewegen? Bewegen geht auch nicht. Kein Stück. Bewegt sich kein Stück. Nee, du glaubst, du verpasst hier nichts mehr. Ich werde jetzt auch an der Stelle den Stream beenden. Hab ich ja gerade gesagt. Ich werde beim nächsten Mal anfangen zu überlegen, wofür ich den Gummianzug noch benutzen kann. Das wird wahrscheinlich irgendwas noch wichtig werden. Moment mal, kann ich hier... Habe ich hier noch was anderes außer dem Boot? Nee. Ja, dann machen wir das so. Beim nächsten Mal mit frischen... mit freiem Kopf... Ich meine, das hat heute nicht ganz geholfen. Das hat ja lange genug gedauert, bis ich weiterkam. Aber es gibt wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Stadt noch irgendeine Ecke, wo ich einen der neuen Gegenstände einsetzen kann. Vermutlich den Gummianzug. Und das suchen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.
Und bis zum nächsten Mal bei Simon natürlich auch wieder. Ciao, Rio.